Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen, leicht gemacht, den Podcast für wirklich jeden und jede, die mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zur 49. WVLG-Ausgabe begrüßen zu dürfen mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Armin Grattel. Ja, Armin, seines Zeichens Geschäftsführer von der Eisacktaler Genossenschaftskellerei, ein Betrieb, den ich schon vor Jahren besucht habe und kennengelernt und schätzen gelernt habe, und es passt einfach perfekt jetzt in die Dramaturgie meines Weinpodcasts. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe mit Südtirol aus deutschsprachiges Weinanbaugebiet begonnen, haben uns dort auf die Weißweine konzentriert und dabei bleiben wir auch heute. Wir verkosten ausschließlich die Weißweine aus dem Eisacktal. 4 Stück an der Zahl, präsentiert von dem sympathischen Geschäftsführer, wie gesagt, Armin Grattel von der Eisacktaler Genossenschaftskellerei. Bevor wir uns dem Thema widmen, gibt's noch eine Werbung von meinen Sponsoring-Partner. Ich freue mich, euch die zweite Werbung meines Sponsoring-Partners Fürst von Metternich präsentieren zu dürfen. Ja, wie ihr sicherlich wisst, wird in Deutschland sehr viel Sekt getrunken und auch produziert. Umso besonders ist es, dass ein Hersteller Sekte aus einer einzigen Rebsorte macht und sich auch auf 3 Rebsorten spezialisiert. Viele Sekte sind Verschnitte aus verschiedenen Rebsorten und sogar auch Ländern. Nicht so bei Fürst von Metternich. Dort hat man sich auf die 3 wesentlichen Rebsorten Riesling, Spätburgunder und Chardonnay fokussiert und konzentriert. Natürlich, der Klassiker ist aus Riesling gemacht in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen, trocken, extra trocken und brüt, aber auch der Rosé von Spätburgunder ist sicherlich mal eine Verkostung wert. Und wer von euch diese Produkte gerne näher kennenlernen möchte, persönlich kennenlernen möchte, der hat bis zum 1.11.2021 die Möglichkeit, in dem Onlineshop von Freshenet unter www.freshenet-onlineshop.de 20% Rabatt auf seine Bestellung über 49,95 Euro zu bekommen. Und da habt ihr dann einfach die Gelegenheit, die leckeren deutschen Sekte von Fürst von Metternich aus dem Rheingau kennenzulernen. Ja, ein kleiner Hinweis ganz am Anfang noch in eigener Sache, und zwar ziehe ich gerade meine 5 Homepages, glaube ich sind es in Summe, von einem Hoster auf dem anderen zu. Also wenn ihr auf die Podcast-Seite geht oder auf meine Online-Weinkurse vorbeischauen möchtet unter online-weinkurs.de, dann kann es möglicherweise sein, dass die Seite kurzfristig nicht erreichbar ist, oder wenn ihr schon einen Kurs gebucht habt, dass der gerade nicht abrufbar ist. Wenn dem so ist, dann bitte meldet euch schnellstmöglich bei mir, dann finde ich da auch eine manuelle Lösung, ein Workaround. Hinweis noch an dieser Stelle, seit Juni habe ich ja das Angebot erweitert. Bei Buchen eines Online-Weinkurses gibt es ja zur Hälfte der gekauften Videodauer eine Online-Zeit, ein Online-Meeting mit mir zusammen, wo wir dann deine ganz individuellen Fragen gemeinsam diskutieren können und auch verschiedene Weine nochmal dezidiert besprechen können. Dann sei darauf hingewiesen, wir befinden uns ja schon im Oktober, das heißt, so langsam aber sicher fängt die Weinprobensaison wieder an. Ich habe auch schon 2 Kunden besucht zu Hause, hatten dort eine sehr launige und unterhaltsame Weinprobe im privaten Rahmen. Wer auf sowas Lust hat, kann mich gerne anschreiben und kontaktieren auf einer der Kanäle, und dann mache ich euch gerne ein individuelles Angebot. Wie gesagt, jetzt gehen auch Hausbesuche wieder, aber ich werde das Angebot auch wie letzte Saison auch virtuell weiter anbieten. Soll heißen, ihr könnt bei mir auch eine Online-Weinprobe buchen. Darauf geht ihr einfach auf weinprobe.live. Dort findet ihr alle Details. Im Grunde sind es 3 Pakete, die sich aber dann in Umfang und Länge auch noch
individuell und persönlich auf eure Vorlieben und Wünsche abstimmen lassen. Dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß und Unterhaltung und auch leckeren Wein im Glas bei dem Gespräch mit Armin Krattel zusammen. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber ich freue mich ja auch hier in diesem Format einfach wirklich mal detaillierte Informationen ohne Zeitdruck präsentieren zu können. An der Stelle einfach nochmal der Hinweis, wenn ihr etwas überspringen wollt oder direkt an eine bestimmte Position springen möchtet, dann habt ihr auch in dieser Episode wieder die Möglichkeit, die Kapitelmarken zu nutzen. Dann gute Unterhaltung und viel Spaß dabei. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch eine weitere Gesprächsperson, einen Gesprächspartner in meiner Podcast-Reihe Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Und seit Ausgabe 48 beschäftigen wir uns ja mit Südtirol. Wir hatten ja den Einstieg in WVLG 48 am 11.09.21 mit den Südtiroler Weißweinen gemacht. Und insofern passt es perfekt, dass ich heute für euch Armin Krattel, seines Zeichens Geschäftsführer von der Eisacktaler Kellerei, begrüßen darf. Grüß dich, Armin, servus. Hallo Florian, grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Aufnahme heute und auch natürlich für die leckeren Weine, die ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Bevor wir auf deine Person eingehen, Armin, ich denke mal, wir müssen ganz kurz erklären, wo du bist. Ich denke, jeder ist schon mal vorbeigefahren, zumindest aus dem süddeutschen Raum. Ist ja die Brenner-Autobahn quasi die Nabelschnur der deutschen Urlauber nach Italien. Und jeder, der die Brenner-Autobahn gefahren ist, kommt an Klausen vorbei, wo letzten Endes ihr sitzt. Wo kann man sich das auf der Karte ungefähr vorstellen? Genau, also wir liegen direkt im Eisacktal. Wenn Sie jetzt aus deutscher Sicht über den Brenner fahren, dann kommen Sie nach Sterzing, das ist die erste Stadt. Fahren Sie etwas weiter, kommen Sie nach Brixen und dann 5 Minuten nach Brixen gibt es eine Autobahnausfahrt, wo drauf steht Klausen, aber noch viel wichtiger und bekannter vielleicht das Grönertal. Wir liegen genau, also die Kellerei liegt genau am Eingang des Grönertals und wenn wir die zwei Städte sehen, genau zwischen Bozen und Brixen. Ah ja, und das Grünertal kennt man von dem einen oder anderen Musikantenstadel oder Volksfestfestival wahrscheinlich. Da kommen ja die eine oder andere Musikgruppe her aus der Ecke, gell? Genau, genau. Ja. Bevor wir aber auf die Region genauer eingehen, vielleicht zu dir, Armin. Du bist ja, wie gesagt, Geschäftsführer. Stammst du aus einer Winzerfamilie, aus einem Winzerbetrieb oder wie bist du an die Stelle, an die Funktion gekommen? Ja, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger, wenn man das so sagen darf oder kann. Meine Familie kommt aus der Gastronomie, also nicht ganz Quereinsteiger, weil wir hatten immer schon natürlich mit Wein zu tun. Ich lebe hier in einem kleinen Dorf, wie es typisch in Südtirol ist. Wir haben hier nicht die großen Städte, sondern kleine Dörfer. Und zwar lebe ich nicht direkt im Eisacktal hier, sondern in Tramin. Das ist etwas südlicher und Tramin auch sehr bekannt als Weindorf. Und bin dort eigentlich dann, sagen wir mal, groß geworden. Aber nach der Schule immer in der Gastronomie weitergearbeitet, weil eben die ganze Familie dort eigentlich tätig war. Und dort hatte ich so den ersten Kontakt zum Wein. Zusätzlich natürlich zum Leben, weil das Leben in Tramin, in einem solchen Weindorf, so wie es in anderen Dörfern in Südtirol ist, wo man inmitten der Weinberge aufwächst, hat man natürlich schon von klein auf diesen Bezug beziehungsweise diese Nähe zu diesem Produkt. Ja, ich glaube, Südtirol, zumindest jetzt aus der deutschen Sicht, ist natürlich eine absolute Urlaubsregion. Hier aus dem Münchner Raum fahrt man ja auch gerne über ein langes Wochenende. Wenn jetzt nicht Verkehrschaos ist, ist man ja in 4, 4,5 Stunden bei euch in einer faszinierenden, atemberaubenden Landschaft mit sehr netten Leuten. Aber das finde ich sehr schön, dass du es jetzt so beschrieben hast, dass du eigentlich aus der Gastro-Ecke kommst, weil mein Eindruck auch in Südtirol immer ist Gastronomie, also Kulinarik plus die Weine vor Ort ist eigentlich gar nicht zu trennen. Das ist im Prinzip eine Einheit, die wir halt als, ich sage jetzt mal vielleicht als einfachere Touristen vielleicht im Rahmen eines Törgelenabends oder der Törgelkeller in Kaltern kennen ja relativ viele, wo man quasi aber nur an der Oberfläche kratzt, was eigentlich die Kulinarik und die
Weinkultur in Südtirol angeht. Aber da trifft man eben beides an. Aber es ist, mein Eindruck ist schon so, dass das Essen und der Wein in Südtirol sehr stark miteinander verwoben ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir, die Weine, und das ist danach später werden wir auch über die Stilistik der Weine sprechen, die hier in Südtirol wachsen oder spezifisch hier im Eisacktal. Ich glaube, das sind Weine, die sehr elegant sind, sehr, sehr trinkig sind und dementsprechend sich sehr gut mit unserer Küche hier anpassen lassen. Ich sage immer bis zum Schluss, ja, ich jetzt genaue Daten habe ich natürlich nicht, aber 90% würde ich sagen, der Weine wird wirklich bei Tisch getrunken zu irgendwas zum Essen, ob das dann Mittag ist oder am Nachmittag mit der gemütlicher Jause oder dann am Abend am Esstisch. Also der Konsum der Weine, auch lokal hier, ist natürlich schon sehr mit der Gastronomie verbunden. Und deshalb eben zurück zu meiner Geschichte. Also ich komme aus der Gastronomie, beziehungsweise ich habe dann, als ich jung war, einen Weg eingeschlagen, der damals natürlich ein Novum war und alle haben gesagt, das wird die Zukunft sein. Ich habe Informatik gemacht, also meine Hochschule war Informatik, muss schon denken, also das ist natürlich jetzt auch schon mittlerweile, ja, jetzt muss ich kurz nachdenken, noch kurz nachrechnen, ja, knapp 20 Jahre zurück, als ich mich dort entschieden habe, dort ist ja alles so richtig losgegangen mit Computer. Ich habe eben die Oberschule, wie das bei uns heißt, also bis zur Matura, also bis man dann 18, 19 wird und diese abschließt, habe ich eben in diese Richtung gemacht. Nebenbei natürlich immer zu Hause in der eigenen Gastronomie mitgeholfen, aber auch auswärts schon Saisonen gemacht, um wieder was Neues zu lernen über den Sommermonaten. Bei uns das Schulsystem ist ja etwas anders als in Deutschland. Wir haben ja lange Sommerpause und wenn man dann 14, 15 Jahre alt ist, fängt es dann mit diesen Sommerjobs los, nicht, die man nebenbei macht. Und aber als ich dann die Schule abgeschlossen habe, war für mich relativ schnell klar, dass das nicht mein Weg war, weil ich habe Informatik gemacht. Das ist ja nicht, eben damals wusste man noch nicht genau, was das dann heißt. Bis zum Schluss, wir haben gelernt zu programmieren, also zu Programme zu erstellen. Und das war eigentlich nie meines, muss ich jetzt rückwirkend sagen, weil ich immer, weil ich ja aus der Gastronomie komme und gewohnt war, auch mit Leuten in Kontakt zu sein und zu interagieren. Und natürlich ein Informatiker, der Programme schreibt, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Und dann bin ich eigentlich. Ist sehr witzig, weil ich habe nämlich auch Informatik studiert und ich habe jetzt auch gerade nachgerechnet, ich habe nämlich auch 2000 mit dem Informatikstudium in München an der FH angefangen, an der Fachhochschule, und habe es dann auch tatsächlich unterbrochen, später noch fertig gemacht, aber mir ging es ähnlich wie dir. Okay. Als ich das erste Praktikum fertig hatte, dachte ich mir, ob das so wirklich das ist, was ich jetzt 30 Jahre lang machen möchte, glaube ich eher nicht, und habe mich dann umorientiert, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber witzig, dass wir da beide so denselben Background haben. Ja. Genau. Und dann eben nach der Schule war ich noch 2-3 Jahre in der Gastronomie tätig hier in Südtirol. Wir haben sehr schöne, sehr viele, sehr schöne Häuser. Und unter anderem war ich halt eben auch in 2 Häusern, die eine sehr große Weinauswahl zu bieten hatten. Und war dann ich war Barista und Kellner und dort natürlich im engen Kontakt mit dem Sommelier des Hauses. Wir hatten über 1000 Etiketten, wichtige Weine, auch teure Weine. Das war ein 4-Sterne-S-Hotel. Und dort habe ich so richtig den Spaß auch zu den Weinen dann, weil Passion hatte ich immer schon. Also heute, wenn ich mich treffe mit den alten Schulkameraden, die sagen immer, Armin, wir wussten eh, dass du im Wein landest, weil wenn es dann so losgeht mit Ausgehen, nicht mit 14, 15, fängt man halt an, dann auch ein bisschen die Lokale zu besuchen, um Leute kennenzulernen, und dann trinkt man auch mal was. Und die anderen haben halt immer, ja, die klassischen Getränke der Jugendlichen getrunken, von den Mixgetränken bis Radler, also leichter Einstieg dann Bier. Und ich war eigentlich immer schon beim Wein, auch schon mit 15, 16, nicht? Und dort habe ich noch nicht im Sektor gearbeitet. Und es ist ja nicht normal, wenn ein 15-, 16-Jähriger gleich zum Wein greift. Das heißt, man muss schon dann ein bisschen Passion dann auch haben, nicht? Und das ist so eine kleine Anekdote, nicht? Wenn ich heute die Freunde treffe, dann sagen sie immer wieder, ja, das hat sich eigentlich schon abgezeichnet. Gut gemacht, Armin. Genau. Und eben nach der Schule, eben nach dieser Erfahrung in der Gastronomie, wollte ich eben im Sektor arbeiten, habe dann eine Stelle gesucht, beziehungsweise auch schnell gefunden, in Weingut Elena Walch in Pramin. Ich wohne, ja, Luftlinie 500 Meter vom Weingut entfernt. Dann war das sehr naheliegend. Die haben jemanden gesucht für den Wineshop, also für den Verkauf. Und eben in der Ausschreibung stand drin, das kann ich mich genau erinnern, einzige
Voraussetzung Freude am Thema Wein, weil ich hatte natürlich auch keine Bildung, was das anbelangt. Natürlich hatte ich ein bisschen Passion und ich kannte mich einigermaßen aus, aber ich hatte eben keine Schultitel, der mich befugt hätte, sag ich mal, in diesem Sektor zu arbeiten. Und Freude am Wein, da habe ich mich angesprochen gefühlt und bin dorthin und die haben mich dann gleich angestellt. Ich habe eine Saison im Weinshop gemacht, eben weil ich mache, so wie viele andere, haben eben die Saison von Ostern bis November, also in den Sommermonaten, im Winter ist der Weinshop dann geschlossen, beziehungsweise nur noch sehr reduziert. Und die haben mich für diese Saison angestellt, was für mich auch ein kleiner Rückschritt, was Gehalt anbelangt, war. Also es war eine kleine Investition meines Seitens, weil ich war in der Gastronomie, ich habe auch natürlich mehr Stunden gearbeitet, aber war schon sehr, sehr nette Gehälter auch gewohnt und bin dann etwas tiefer eingestiegen. Aber das war für mich egal, weil ich gesagt habe, das ist für mich jetzt irgendwo ein unter Anführungszeichen Sprungbrett beziehungsweise ein Einstieg. Und eben nach dieser Saisonstelle, als die dann beendet war, wäre ja theoretisch mein Arbeitsvertrag ausgelaufen, weil ich habe nur einen Saisonsvertrag gehabt. Aber ich habe gleich am ersten Tag, als ich mich beworben habe, gesagt, ich würde mich gerne für diese Saisonstelle interessieren, würde aber dann auch später gerne bleiben. Ich bin bereit, im Büro zu arbeiten, ich bin bereit, im Keller zu arbeiten, ich möchte halt im Sektor bleiben. Dann haben sie gesagt, mach mal die Saison, dann schauen wir. Und am Ende der Saison ist es eben so gekommen, dass sie mit meiner Arbeit anscheinend recht zufrieden waren und mir dann gleich eine fixe Stelle angeboten haben im Betrieb. Und dann habe ich einen Winter oder eine Einkellerung im Keller dann mithelfen können. Das war für mich auch eine tolle Erfahrung. Mhm. Und dann habe ich so Step by Step, ich war 7 Jahre beim Weingut Ellner Walch, alles ein wenig durchmachen können. Also von der Fakturierung, Inland, dann Ausland. Bis zum Schluss war ich so quasi der Assistent der Geschäftsführung in diesem Fall der Familie Walch, also Werner und Elena Walch, und hatte dann sehr, sehr guten Einblick in allem und habe dann natürlich sehr viel lernen können in dieser Zeit und genau nach 7 Jahren sind dann dort die Töchter eingestellt. Lass mir das kurz einwerfen, Armin, weil ich würde mal sagen, wir kommen aber zu dem Thema Genossenschaftskellerei noch. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es relativ wenige Einzelwinzer gibt in Südtirol, die einen großen Namen haben. Da würde ich jetzt einen Lagedeir natürlich dazu zählen, aber auch die Ellner Walch, die ihres Zeichens sicherlich einer der ganz großen Leuchttürme ist und auch relativ früh kompromisslos auf Qualität gesetzt hat und, denke ich, den ganzen Ruf Südtirols als hervorragendes Qualitätsanbaugebiet, denke ich, schon mitgeprägt hat. So weit würde ich schon gehen. Und du hast es gesagt, also ich glaube, wenn man bei ihr gearbeitet hat, das ist in der Tat ein absolutes Sprungbrett, weil sie einfach schon einer der Cornerstones in Südtirol meiner Meinung nach einfach ist. Ne? Genau so ist es. Und ich kann auch ganz schnell oder ganz den Übergang auch auf die Genossenschaft. Es gab dann natürlich auch einen Grund, warum ich jetzt nicht mehr dort bin, nicht weil ich unzufrieden war, im Gegenteil. Aber wie du richtig gesagt hast, Walch ist ein Familienbetrieb. Es sind dann die Töchter eingestiegen im Familienbetrieb. Dementsprechend war für mich natürlich die Aussicht nach oben noch weiter zu wachsen, war nicht mehr hier. Gut für die Familie Walch, dass es weitergeht mit den nächsten Generationen. Etwas schlechter für jemand, der natürlich angestellt ist und Ambitionen hat, auch irgendwo in der Führung dann mitzuarbeiten. Und dementsprechend und dann in Folge wurde mir eben diese Stelle hier bei der Kellerei Eisacktal angeboten im Jahr 2013 mittlerweile. Also ich bin auch schon 8 Jahre hier. Die waren auf der Suche nach einem Verkaufsleiter, der dann Geschäftsführer werden kann, wenn das klappt. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen, weil zurück zu mir, ich habe eben zu Hause kein Weingut, ich habe keinen Weinbau und ich werde immer irgendwo Angestellter sein. Ich kann mich mit Wein nicht selbstständig machen, wenn wir jetzt wirklich von einem Betrieb sprechen. Mhm. Dementsprechend war für mich der Weg eigentlich dann der Eintritt in eine Genossenschaft sehr legitim, weil dort natürlich ich die Möglichkeit heute habe, vorne dabei die Kellerei mitzugestalten.
Und danach werden wir sicherlich auch noch ein bisschen auf die Details eingehen, wie eine Genossenschaft funktioniert. Aber eben hier fühle ich mich sehr wohl und ich habe das Vertrauen und bin eben seit mittlerweile 8 Jahren hier, leite den Verkauf, weil ich habe mit der Verkaufsleitung angefangen und bin dann nach einem Jahr, also 2014, wurde ich dann als Geschäftsführer nominiert beziehungsweise dann befördert und habe diese Stelle jetzt seit 2014, also seit knapp 7 Jahren als Geschäftsführer und 8 Jahre bin ich mittlerweile hier. Mhm. Jetzt sind wir schon bei deiner Kellerei. Vielleicht ordnen wir mal ganz grob Südtirol nochmal ein, weil ich sage mal, Eisacktal ist ja schon sehr alpin, auch sehr kühl, ist ja nebenarm, sage ich jetzt mal so, vielleicht vom Anbaugebiet Südtirol ganz im Norden. Auf der anderen Seite des Hochplateaus ist ja das Finchgau, sage ich mal. Das sind ja auch noch vereinzelte Winzer, aber der eigentliche Kern bewegt sich ja zwischen Meran und der Grenze Südtirols. Also sind wir dann schon fast bei Tramin oder Auer, bis darunter geht ja Südtirol. Aber ihr seid ja schon noch was Besonderes innerhalb Südtirols, ne? Und wie würdest du, sage ich mal, das so beschreiben, was das Eisacktal jetzt unterscheidet von dem Rest von Südtirol? Genau, also ich vielleicht den Hörern nochmal einen kleinen Überblick zu geben. Also Südtirol hat insgesamt 5.400 Hektar und davon zählt das Eisacktal 8%. Also das Eisacktal spielt flächenmäßig natürlich in Südtirol eine untergeordnete Rolle, wie du es schon richtig gesagt hast. Es gibt 2 kleine Gebiete. Das kleinste ist de facto das Finchgau. Das ist noch kleiner wie wir. Dort gibt es wirklich nur einzelne wenige Produzenten. Und dann kommt schon das Eisacktal. Also das Eisacktal ist sehr klein als Gebiet. Der Grund dafür ist auch, er liegt eigentlich auf der Hand für all jene, die ja schon einmal durch das Eisacktal gefahren sind. Die haben bemerkt, dass das Tal sehr eng ist. In der Talsohle gibt es praktisch die Autobahn, den Zug, die Staatsstraße und den Eisack, den Fluss, der natürlich den Namen unseres Tales oder den Namen gibt unserem Tal. Und dementsprechend wächst bei uns alles am Hang. Aber fast, also Hang ist auch so ein Wort, wo fängt der Hang an, wo hört der Berg auf, wo fängt der Berg an. Bei uns im Eisacktal ist fast mehr Berg, also Hang, wo man noch mit Traktor fahren kann, gibt es bei uns überhaupt keinen. Also es ist sehr steil und dementsprechend ist es ein sehr Berg. Ich sage das immer, das ist ein Berggebiet, also es entstehen hier Bergweine und dementsprechend haben wir auch andere Rebsorten. Danach werden wir sicherlich eingehen auf die Rebsorten, aber das Eisacktal in Südtirol ist sicherlich ein eigenständiges Gebiet. Natürlich, wir sind in Südtirol und dementsprechend ist es für uns auch immer wichtig zu unterstreichen, dass wir ein Südtiroler Betrieb sind. Aber es hat sehr viele Besonderheiten, das Eisacktal, was uns trotzdem dann von Südtirol unterscheidet. Und in erster Linie ist das natürlich die geografische Lage. Wir sind das nördlichste Gebiet Südtirols, dementsprechend das nördlichste Gebiet Italiens, weil Südtirol ist ja das nördlichste Gebiet Italiens. Dementsprechend Norden, es ist ein hohes Gebiet, also die Kellerei liegt hier in Klausen. Wir sind bereits auf 500 Meter an der Talsohle, wo die Kellerei dann steht. Und die Weinberge gehen bis 1000 Meter. Somit hat unsere Genossenschaft eine durchschnittliche Höhe von 750 bis knapp 800 Meter. Und dementsprechend natürlich auch vom Klima, von der Temperatur ganz was anderes, als wir im Raum Großraum Bozen, St. Michael-Eppan, Derlan, Kaltern, auch Tramin finden. Dort ist es um etliches wärmer als hier bei uns. Mhm. Und also das sieht man auch jetzt in der Weinlese. Wir werden heute so richtig beginnen mit der Weinlese. Wow. Jetzt scheint die Sonne. Es wird so langsam heute bei uns losgehen. Als ich gestern im Tramin. Die hören es wahrscheinlich später, aber heute ist der 27. September 2021, muss man immer dazu sagen, weil ich weiß ja nicht, liebe Hörer, wann ihr die Folge hört. Aber mal abgesehen davon, dass dieses Jahr vom Wetterverlauf sicherlich untypisch war, zumindest in Deutschland, da kommen wir aber auch gleich noch drauf. Aber wer auf den Kalender schaut, stellt natürlich fest, wir sind hier fast einen Monat später, wie jetzt die durchschnittliche Lese in Deutschland ist. Mag jetzt an dem Jahrgang liegen, aber das ist natürlich schon der erste Hinweis, dass wir uns klimatisch im Eisacktal in einer ganz anderen Ecke befinden, wie man es sonst gewohnt ist. Oder wenn man an Italien denkt, denkt man an Sonne und Meer in erster Linie. Aber das Eisacktal ist eben eine alpine Region, wo eigene Gesetzmäßigkeiten gelten dann eigentlich.
Genau richtig. Ja, sorry, ich habe ganz vergessen. Natürlich, die Hörer sind ja nicht alle live dabei. Die werden das vorzu dann hören. Also dann sage ich es nochmal anders. Also wir ernten normalerweise 2 Wochen nach dem restlichen Südtirol. Also normalerweise beginnt die Ernte bei uns im Eisacktal um Mitte September. Heuer ist alles etwas später, weil wir circa 10 Tage verspätet sind. Dementsprechend beginnt die Ernte Ende September und wir sind sicherlich bis Mitte, auch Ende Oktober teilweise dabei, unsere Weißweine zu ernten, was in Italien eigentlich, in Südtirol, aber auch in ganz Italien eigentlich eine Ausnahme ist, weil Italien normalerweise im Oktober die Weißweine schon lang geerntet hat. Ne? Und diese späte Ernte bringt natürlich auch mit sich, dass wir hier etwas andere Rebsorten brauchen, die sehr gut funktionieren. Wir können nicht mit denselben Rebsorten wie im Süden, oder wir tun uns etwas schwerer, muss ich jetzt mal sagen, wie im Süden Südtirols. Und dementsprechend haben wir hier im Eisacktal eine ganz andere Aufteilung der Rebsorten. Also wenn wir an Südtirol denken, Südtirol, die wichtigsten Rebsorten heutzutage sind Pinot Grigio, sind Sauvignon, sind Weißburgunder, sind Chardonnay im Weißweinbereich. Gewürztraminer natürlich, darf ich nicht vergessen. Also diese 5 Weine sind in Südtirol sicherlich unter den wichtigsten. In unserem Fall, Eisacktal, sind diese 5 Weine, werden zwar angebaut, aber nicht unter den mengenmäßig wichtigsten. Wir haben Rebsorten, die in Südtirol, wenn wir jetzt ganz Südtirol betrachten, eine geringe Rolle spielen oder teilweise mengenmäßig eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, weil wir eben so klein sind. Aber es gibt hier bei uns eben Silvaner, es gibt Grüner Veltliner, es gibt Kerner, es gibt Müller-Thurgau, es gibt Riesling. Sie hören schon, das sind die Sorten, die Sie eigentlich gewohnt sind bei Ihnen zu Hause, wenn wir jetzt an Deutschland denken oder nach Österreich. Und es gibt auch einen spezifischen Grund dafür natürlich, warum wir diese Sorten hier haben. Und der ist eigentlich sehr einfach erklärt. Wir haben halt eher ein kühleres Klima. Und als in den letzten 60 Jahren, also die Kellerei, Eisacktaler Kellerei gibt es seit 1961. Und seit dort hat es natürlich eine Umstellung gegeben der Rebsorten. Und als man sich dort dann für neue Rebsorten umgeschaut hat, ist man natürlich nicht in die Toskana gegangen, wo es etwas wärmer ist, sondern man hat sich eher an Österreich und Deutschland orientiert, weil man braucht die Rebsorten, die Winterfrost sind. Mhm. Spätfrost, das gibt es natürlich leider kein Mittel dagegen. Spätfrost, sobald eine Rebsorte dann austreibt und es wird kalt, dann ist dort eigentlich jede Rebsorte betroffen. Aber was den Winterfrost anbelangt, also einfach nur den kühlen Winter, dort gibt es sowohl Unterschiede zwischen den einzelnen Rebsorten und man hat sich eben für Rebsorten entschieden, die eigentlich eine sehr gute Winterfrostresistenz aufweisen. Das war vor 60 Jahren natürlich viel wichtiger als heute. Heute vielleicht relativiert sich das so langsam, wobei wir sehen halt immer wieder alle 5 bis 10 Jahre haben wir wirklich einen sehr kalten Winter, beziehungsweise einen sehr trockenen und kalten. Das ist ja immer genau das, was dann auch Probleme macht, wenn der Boden sehr trocken ist und dann, wenn es für 2 Wochen richtig kühl wird. Nicht? Und dementsprechend haben wir eben diese deutschen-österreichischen Rebsorten hier bei uns im Sortiment. Aber das freut mich oder bestätigt mich, besser gesagt, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ich meinen Podcast inhaltlich weiter gestalten möchte und bin ja auf die Idee dann gekommen, Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten. Das war für den einen oder anderen eine relativ steile These, weil die Schnittmengen jetzt auf den ersten Blick für viele gar nicht ersichtlich sind. Ja, aber es gibt halt doch schon kulturelle und auch klimatische Gemeinsamkeiten, die dann zumindest, was den Rebsortenspiegel angeht, schon Überschneidungen liefert, aber auch natürlich, was Anbau und Kellertechnik angeht, ist man, denke ich, schon, natürlich jetzt aus Südtiroler, hat man weiter südlich eine ganz große Weinindustrie, wo natürlich auch viel Know-how da ist, gar keine Frage. Aber du hast es ja schon gesagt, man orientiert sich dann als Südtiroler vielleicht halt schon auch ein bisschen öfters noch nach Norden, was den Austausch und auch Wissensaustausch angeht, Erfahrungsaustausch angeht, wie man eben mit den Rebsorten konkret umzugehen hat, die man vielleicht eher in Österreich, Deutschland, wir wollen auch nicht die Schweiz vergessen oder auch das Elsass, ja, da habt ihr ja lustigerweise auch eine relativ große Überschneidung, was die Rebsorten angeht, die stilistisch komplett anders sind, aber es ist trotzdem die gleiche Rebsorte. Und das finde ich einfach das Spannende, dass wenn man dieses Fünf-Ländereck
so aufspannen möchte, dass es da trotz aller sprachlichen Unterschiede und auch klimatischen Unterschiede doch einen kleinen gemeinsamen Nenner gibt. Du hast es schon angesprochen, eure besonderen Verhältnisse drücken sich auch in den Rebsorten aus. Ich würde aber da gerne noch mal im Detail nachfragen. Du hast jetzt das Klima schon angesprochen, aber so eine extreme Tallage bringt ja noch mehr mit sich. Also was mir da als erstes einfällt, ist zunächst mal ja die Sonnenexposition, die möglicherweise gerade mit der Hangausrichtung sehr extrem sein kann. Da würde mich interessieren, wie sich das letzten Endes im Weinberg niederschlägt und bei so steilen Anlagen mit im alpinen Raum ist ja wahrscheinlich die Auflage auch sehr gering. Also ihr werdet wahrscheinlich ja mit sehr steinigen, kargen Böden zu tun haben, was den Reben natürlich auch einiges abverlangt in der Vegetationsphase. Genau, richtig. Also wenn wir von Stein sprechen, vielleicht um auch den Hörern ein bisschen einen Vergleich geben. Also es geht schon auch Richtung Moselniveau, nicht? Also wir kommen bis zu 60%, teilweise auch 65% in den extremsten Lagen. Also es ist schon richtig steil. Der Unterschied vielleicht zu anderen Gebieten oder zu der Mosel jetzt, wenn wir jetzt uns mit Deutschland vergleichen wollen, ist, dass wir eigentlich alles terrassiert haben. Also bei uns, wenn es so steil ist, dann gibt es Terrassen. Weil wir natürlich nicht wie bei der Mosel, wir haben die Mosel, dann ist sehr steil der Hügel und dann ist fertig. Bei uns ist ja richtig ein Berg, der hochgeht. Und dementsprechend, historisch wurden immer schon diese Terrassen angefertigt aus Trockensteinmauern, die natürlich nicht nur den Zweck erfüllen, dass wir einigermaßen eben dann auf dieser Terrasse dann auch gehen können und arbeiten können, sondern die haben natürlich den weit wichtigeren Zweck, dann auch den ganzen Hang zu stützen, um vor Erosion natürlich auch dort etwas gefeit zu sein. Wir sind in den Bergen, wir haben teilweise sehr starke Gewitter hier, also Regen, die in ein, zwei Stunden eben diese Starkregenereignisse, seit heuer spätestens natürlich die ganze Welt etwas auch in Bange lassen, nicht? Und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weitersprechen, was das heißt. Aber eben bei uns im Eisacktal haben wir das immer wieder, wo in ganz kürzester Zeit sehr viel Wasser kommt und dementsprechend ist natürlich auch der Hang gefährdet. Wie du richtig gesagt hast, die Auflage, also Humus bei uns sehr wenig, direkt am Berg, wenn wir hier eine Schaufel nehmen und ein Loch machen, wenn wir mal einen Meter runterkommen, dann sind wir eh schon recht glücklich. Also wir sprechen eher von halben Meter, ja, teilweise Meter. Und dann gibt es natürlich die Kuppen und die Senken. Auf der Kuppe auch nur 20 Zentimeter, auf in der Senke vielleicht anderthalb Meter mal, nicht? Okay. Mhm. Aber das ist im Vergleich zu anderen Gebieten natürlich sehr, sehr, sehr wenig Auflage. Und dann haben wir einen Untergrund, der sehr steinig ist, sehr sandig ist und dementsprechend recht karg. Das ist dann auch dann später, sehen wir das auch in der Weinstilistik dann wieder, dass das lässt Weine wachsen oder Trauben wachsen, die dann zu Weinen werden, die vielleicht nicht so breit sind wie Weine, welche in wärmeren Regionen wachsen. Unsere Weine sind eher auf die Länge dann ausgerichtet, also etwas säurebetontere Weine, etwas unter Anführungszeichen mineralische Weine. Dieses Wort Mineralität ist natürlich immer sehr inflationär. Aber bei uns muss ich das wirklich benutzen, weil die Weine haben diese gewisse Salzigkeit, Saftigkeit und am besten drückt man das halt mit Mineralität aus. Mhm. Aber wie gesagt, die Auflage, der Boden und natürlich haben wir auch andere Steinformationen hier. Wir sind ein enges Tal, das durch die Gletscher eigentlich geformt wurde. Die Gletscher, die Jahrtausende zurück natürlich hier in Südtirol waren und die haben sich dann bewegt und die haben natürlich das ganze Gestein mitgenommen, die haben dann das Tal ausgehöhlt, wenn wir es so sagen wollen. Es gibt auch Seitentäler und dementsprechend ist der Untergrund nicht ein massiver Steinblock, ein Fels, weil dort natürlich hätte die Rebe sowieso Schwierigkeiten, weil in einen Fels kann natürlich die Wurzeln nicht eindringen, aber der Untergrund nach dem Humus, also nach der Erde, kommt immer ein Untergrund, der aufgemahlen fast, würde ich sagen, also große Steine, kleinere Steine, auch Sand und wo dann die Wurzeln sich ihren Weg dann noch in die Tiefe finden, suchen, also diese ganze mineralischen Schichten dann durchbohren, natürlich in Suche auf Wasser und in Suche sich hauptsächlich eben nach Wasser, aber eben sich zu ernähren, ne? Und was jetzt die Formationen anbelangt, das Eisacktal ist sehr lang. Wir sind eben, die Kellerei ist hier in Klausen, wie ich schon vorhin gesagt habe.
Aber die Kellerei heißt ja nicht Kellerei Klausen, sondern Kellerei Eisacktal. Und der Grund dafür ist, weil wir haben das ganze Eisacktal sind eigentlich unsere Mitglieder, oder im ganzen Eisacktal sind unsere Mitglieder verstreut. Zwischen Bozen und Brixen sind 11 Gemeinden und das ist ein Tal, das 25 Kilometer lang ist. Mhm. Die 25 Kilometer finden wir eben sehr viel verschiedene Gesteinsarten. Aber wenn wir es jetzt reduzieren wollen auf 3, damit die Zuhörer sich auch überhaupt ein Bild machen können, von was spricht der überhaupt? Wir haben im Süden haben wir hauptsächlich Porphyr, das typische Gestein, das wir auch im Bozner Talkessel dann finden, bis nach Derlan und St. Michael-Eppan. Das ist bei uns der Süden. Im zentralen Eisacktal, wo hier die Kellerei auch steht, im mittleren Eisacktal haben wir diesen Diorit, nennt sich dieses Gestein. Das ist ein vulkanisches Gestein, sehr ähnlich dem Porphyr, aber einzigartig. Der Name Diorit oder eben auch Klausenit. Und wie Sie schon hören, Klausenit trägt den Namen der Stadt hier. Ich sage Stadt, muss immer schmunzeln, weil Klausen hat 2500 Einwohner, ist aber eine Stadt, nicht? Aber es ist natürlich eher eine Dorfdimension. Diese kleine Stadt gibt eben dieser Steinformation den Namen, weil sie eben auf der Welt einzigartig ist. Nicht? Und desto nördlicher wir kommen, Richtung Brixen, dort haben wir eben auch dann teilweise Quarz, wir haben etwas Granit im Boden, wir haben diesen Quarzphyllit, dann immer verschiedene Formationen, aber Richtung Quarz und Richtung Granit. Und dementsprechend ist es auch sehr spannend, hier bei uns von Süd bis Nord Weine anzubauen. Super. Und die hohe Lage, was macht das mit den Rebsorten? Wir kennen sie ja jetzt als Weißhäutige nur in Form eines Sonnenbrandes, dass man sich auf dem Berg oben schneller einen Sonnenbrand holt. Das ist eben das, was jetzt man auf den ersten Blick vielleicht in einen Topf schmeißen würde, ist eben Sonneneinstrahlung und Wärme. Aber je höher man kommt, desto weniger hat das jetzt miteinander zu tun, wenn man so sagen möchte. Also die Temperatur nimmt ab, aber die Einstrahlung, die nimmt eigentlich zu. Das heißt, das macht ja auch was mit dem Stoffwechsel und letzten Endes ja auch mit der Fruchtbildung bei der Rebe. Ein Unterschied, wenn es kühl ist, aber trotzdem eine harte Sonnenlicht da ist, ist ja was anderes wie auf Meereshöhe mit weniger Strahlung, dafür halt vielleicht einer flacheren Tagesverlaufskurve, was die Temperatur angeht. Also was, du hast es schon angesprochen, hohe Tagesschwankungen sorgen immer dafür, dass die Säure im Wein erhalten bleibt, weil sich die Rebe in der Nacht einfach erholen kann vom Hitzestress im schlimmsten Fall. Auf was muss man denn besonders achten, wenn man so hohe Weinbergslagen hat? Natürlich die Sonneneinstrahlung. Also wir, damit wir uns das auch vorstellen können, das Tal geht so quasi von Nord nach Süd, wenn man das ganz grob jetzt, natürlich ist es ein Flusslauf mit Kurven, aber das Tal geht von Norden nach Süden. Dementsprechend haben wir eine Ostausrichtung und eine Westausrichtung. Unsere Weinberge wachsen zu 80%, sind Richtung Osten, Südosten, muss ich sagen, ausgerichtet. Dementsprechend die Frühsonne, die Morgensonne und dann haben wir bis späten Abend Sonne auf der anderen Seite, also orografisch auf der linken Seite, also Flusslauf entlang, auf der linken Seite wächst bei uns kaum Weinbau, weil es dort einfach zu kühl, zu schattig wäre. Mhm. Also wir haben von in der Früh bis Nachmittag die Sonne, die sehr stark ist und wir brauchen auch diese Sonne, weil mit unseren Durchschnittstemperaturen, die eben etwas tiefer sind, brauchen wir natürlich auch die Sonne, damit wir auch auf die phenolische Reife kommen. Wir müssen aber, wie du ganz richtig erwähnt hast, auch sehr Acht geben, dass wir uns die Aromen nicht verbrennen unter dem Tag. Also bei uns im Eisacktal wird eigentlich immer die Sonnenseite sehr wenig ausgelaugt. Also wir schauen, dass die Trauben wirklich von der Sonne geschützt sind. Also die bleiben hinter dem Laub, weil wir möchten eben nicht uns die aromatischen Inhaltsstoffe dann durch die Sonne so quasi verbrennen. Eben Sonnenbrand ist bei uns wirklich Thema, auch auf der Traube direkt. Die wird dann so leicht bräunlich auf einer Seite und natürlich im Geschmack zeichnet sich das dann auch ab. Du verlierst dann wirklich diese
diese klare Primärfrucht. Du bekommst vielleicht etwas breitere Weine. Du bekommst teilweise auch Terzeraromen in den Wein. Beim Riesling ist es, ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel, wo man das so sagen kann. Rieslinge im Eisacktal, wir lassen die eben immer im Schatten stehen oder grundsätzlich im Schatten stehen. Das heißt, unsere Rieslinge haben, wenn sie jung sind, eher Fruchtaromatik, also den Steinobst, die Pfirsiche, das klassische Riesling-Profil. Wir haben aber nicht diesen, unter Anführungszeichen, immer Petrol-Ton, der kann auch positiv sein, weil diesen würden wir aber auch machen können. Wir haben eine Versuchsanlage, wo wir wirklich ausgelaugt haben, bis komplett über der Traubenzone, zu schauen, was würde passieren, wenn wir das machen. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir den Wein dann ausgebaut. Das ist ein Kleinversuch natürlich gewesen. Und dieser Wein hat natürlich schon im ersten Jahr diese fast schon Petrol-Aromatik. Also es geht über Feuerstein hinaus. Das hat uns persönlich eben nicht geschmeckt, weil das für uns einfach schon zu reif dann wird. Der Wein hält 2-3 Jahre und dann wird er nicht mehr besser. Und wir versuchen eben Weine hier anzubauen oder hier auszubauen, die am Beginn sehr fruchtig sind. Natürlich im Fall Riesling kann das ein leichter Feuerstein-Ton, das hat natürlich die Riesling-Traube, bringt das ja mit, aber das Petrol oder das, genau im Positiven jetzt, ich weiß, Petrol kann man von bis, aber dieser leichte, auch positiv, hauptsächlich vom Konsument dann angesehene Petrol-Ton, das ist bei uns nur möglich, wenn wir die Trauben dann der Sonne dann aussetzen und das wollen wir nicht machen. Ja, die Australier sind ja die am meisten auf die Petrolnote stehen. Und man kennt das hier nicht, aber australische Rieslinge sind halt explizit immer so gemacht, dass da sehr frühzeitig, weil eigentlich ist ja die Petrolnote, die wir positiv beschreiben, in Deutschland zumindest, ist ja eine Reifungsnote, die ein THCR-Aroma, was erst im längeren Flaschenlager entsteht, aber die Australier legen es eben drauf an, auch bei jungen Rieslingen schon eine sehr prägnante Petrolnote zu haben und vermutlich steuern die das genau mit dem, was du gesagt hast, eben mit dem Weinbergsmanagement. Und das bringt mich eigentlich schon gleich auf den nächsten Punkt, weil in der Weinbranche, es ist zwar häufig romantisch verklärt, aber es ist trotzdem eine wissenschaftlich untermauertes Handwerk, sage ich mal, was dann eben auch einfach, deswegen schließt sich für mich hier der Kreis, an Gegebenheiten sich anpassen muss, wo man dann einfach bei der Thematik Erziehungsformen sind, beziehungsweise Art und Weise des Drahtrahmens, beziehungsweise in Südtirol, denke ich, ist das der Grund, warum so viel auf Pergola gesetzt wird, weil man damit einfach eine gute Beschattung bei gleichzeitig guter Belüftung garantieren kann, was jetzt vielleicht in einem normalen Drahtrahmensystem, wie wir es jetzt in Deutschland hauptsächlich haben, und Pergola ist bei uns, glaube ich, gar kein großes Thema, also nur vereinzelt. Aber das ist es schon, oder? Die Pergola ist die perfekte Erziehungsform, wenn es um Thema Beschattung und Belüftung geht. Beschattung ja, Belüftung vielleicht etwas weniger. Der Drahtrahmen wäre für die Belüftung besser, weil einfach der Wind besser durchkommt. Was die Beschattung anbelangt, muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Bei uns im Eisacktal ist nochmal etwas verschieden, etwas anders, das werde ich jetzt gleich sagen, aber grundsätzlich zur Pergola. Wir haben ja natürlich eine große Geschichte mit dieser Pergola, warum aber auch, muss man vielleicht auch nochmal ins Detail gehen. Vor 100 Jahren hat es in Südtirol ganz anders ausgeschaut als heute. Also wenn wir heute durch Südtirol fahren oder die Weine dann probieren in den verschiedenen Kellereien, dann wird jede Kellerei sagen, wir machen circa die Hälfte Weißwein, die Hälfte Rotwein. Es gibt Kellereien, die sagen, wir machen 70% Weiß und 30% Rot, auch 70% Rot und 30% Weiß. Es gibt alles in Südtirol offiziell, gesamt Südtirol gesehen, wird momentan 60% Weißwein produziert und 40% Rotwein. Vor 100 Jahren, noch bevor die Weltkriege und auch noch teilweise bevor vor der Rebelhaus, also 120, 130 Jahre zurück, hat die Südtiroler Landschaft etwas anders ausgesehen. Dort war wirklich über 90% Rotwein und davon der größte Teil Vernatsch, also Trollinger in Deutschland. Und Vernatsch ist eine Rebsorte, die natürlich sehr, sehr leicht ist, sehr delikat ist. Und dort ist es umso wichtiger, dass man auch die Früchte, also die Trauben, von der Sonne dann schützen. Und der Vernatsch, der klassische Vernatsch, wird auch heutzutage noch auf der Bergel gesetzt. Es werden auch neue Anlagen mit Bergel, oder es entstehen auch noch neue Anlagen mit Bergel, aber hauptsächlich nur beim Vernatsch.
In den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, ist natürlich der Anteil des Vernaches gesunken, zugunsten von natürlich anderen Rebsorten. Es sind Weißweine immer stärker dazugekommen. Man geht ja immer Richtung Hang, noch weiter nach oben. Und dort natürlich hat dann der Vernach vielleicht etwas weniger Sinn, oder macht es etwas weniger Sinn, Vernach anzubauen. Und dort werden eigentlich heutzutage zu 90%, würde ich sagen, der Drahtrahmen verwendet. Der Drahtrahmen hat natürlich, es ist immer ein Für und ein Wider, es gibt Pro und Contra. Das große Pro bei der Berge, wie schon gesagt, ist wirklich die Sonne. Also du hast einen guten Schutz vor der Sonne. Aber das ist auch schon das einzige Pro dann bei der Berge. Oder eines der wichtigsten Pro, dann wird es noch zwei, drei kleinere geben, wo man sagt, okay, du kannst sie vielleicht länger halten, die Berge wird älter als der Drahtrahmen. Und das sind dann kleine Details. Aber das Große bei der Berge ist wirklich die Beschattung. Beim Drahtrahmen hast du die Beschattung nicht so klar, das stimmt. Aber natürlich die ganzen anderen Sachen, die ganze Arbeit im Weinbau, im Weinberg ist sehr viel einfacher. Du bist auf Augenhöhe mit dem Bereich, den du dann auch arbeiten musst. Auch Thema Pflanzenschutz, was wir natürlich jetzt immer versuchen zu vermeiden, in die Diskussion zu bringen. Aber trotzdem, Pflanzenschutz muss gemacht werden, ob das dann konventionell oder biologisch ist. Einen gewissen Pflanzenschutz braucht es. Und das Ziel ist natürlich, den Pflanzenschutz genau dort anzubringen, wo es denn auch braucht. Und das ist natürlich im Drahtrahmen mit der heutigen Technologie sehr viel einfacher möglich. Und dann, jetzt kommen wir zurück ins Eisacktal. Auch bei uns gab es Bergel vor 100 Jahren, wo auch bei uns sehr viel Rotwein angepflanzt wurde. Heute sind wir auf 97%, also wir als Kellerei sind auf 97% Weißweine. Und alles wurde eben in den letzten 30, 40 Jahren umgestellt, und dort hat man wirklich alles auf Drahtrahmen, also Guyot, bei uns umgestellt, weil es einfach im Hang auf den Terrassen mit der Bergel doppelt schwierig ist, natürlich Weinbau zu betreiben. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist die Belüftung, ist beim Drahtrahmen bei uns hier, weil wir sind ein schmales Tal, besser. So kann der Wind richtig durch die Reihen, weil wir haben die Zeilen ja eben nicht auf und ab, sondern auf der Terrasse, also genau entlang des Tales. Wenn die Winde kommen, die können dann schön durch die Zeilen durch. Die trocknen natürlich, wenn es regnet, schnell die Rebe auf. Und wir wissen ja, dass der Feind der Rebe oder beziehungsweise was Pflanzenschutz anbelangt, ist natürlich wichtig, dass wenn es mal nass wird, wenn es mal feucht wird, dass das so schnell wie möglich dann auftrocknet. Und das ist ein großer Vorteil. Wir haben sehr viel Wind, natürlich enges, schmales Tal mitten in den Bergen. Wir haben jeden Tag Wind hier und das hilft uns natürlich auch, was die Gesundheit der Pflanzen anbelangt, hilft uns sehr viel. Deshalb bei uns hauptsächlich jetzt Guyot und Drahtrahmen. Aber das ist das, was ich meinte, weil ich sag mal, das war jetzt so gesehen schon eine Abkehr von der Tradition, wie man es gelebt hat. Und da, ich kenne es halt jetzt nur von Geisenheim, aber genau da setzt eben halt auch die wissenschaftliche Unterstützung an, wo geforscht wird, wie man dieses sogenannte Canopy-Management, also die Laubwandpflege, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, wie man die steuern muss, auch im Zeichen der Klimaveränderung, was ich mit bestehenden Anlagen eben noch erreichen kann mit einer gewissen Steuerung, was eben die Belaubung angeht, wo ich sie brauche, wie ich sie pflege etc. pp. Da denke ich, ist halt gerade in so Regionen, wo schon ein Traditionsbruch da ist, auf neue Methoden gesetzt wird, braucht man dann natürlich schon auch den Input von möglicherweise Forschungsanstalten oder eben befreundeten Winzern, wo man eben sich das Know-how abholt und nicht da selber bei Null anfangen muss, wenn man dem wichtigen Punkt Erziehungsmethodik quasi innerhalb weniger Jahre dann letzten Endes ganz umstellt. Was mich noch interessieren würde, Armin, jetzt kam ganz gut raus, dass das Eisacktal sich in vielen Aspekten unterscheidet vom Gros in Südtirol. Ist denn die Bezeichnung, Ursprungsbezeichnung Eisacktal selbst geschützt? Ist das eine anerkannte Ursprungsbezeichnung, die man auch auf den Etiketten findet? Oder müsst ihr alles unter Südtirol etikettieren? Genau richtig, das habe ich vergessen zu sagen. Wir sind ein eigenständiges Gebiet und wir haben auch unsere Unterzone hier. Also es gibt in der Ursprungsbezeichnung des Südtirol gibt es eben auch Unterzonen und wir laufen, also das findet man dann auch auf dem Etikett. Bei uns steht Südtirol Eisacktal DOC. Das Eisacktal steht eben für unser Gebiet. Also wir sind
in der Südtiroler Ursprungserzeugnis eine Unterkategorie mit etwas tieferen Erträgen. Die Erträge wurden angepasst dem Gebiet. Natürlich im Eisacktal können Sie sich ja vorstellen, auf höheren Lagen mit diesen Böden, die wir haben, können wir nicht diese Mengen produzieren, wie es in anderen Gebieten ist. In Südtirol deshalb hat man auch eine Unterzone eingeführt, wo man dann auch die Erträge dementsprechend angepasst hat. Und das gilt eigentlich für fast alle Weine, muss ich sagen. Ich mache eben eine Klammer auf, die werde ich gleich wieder schließen. Drei Weine sind ausgenommen momentan. Das ist der Weißburgunder, Sauvignon und Chardonnay. Diese drei Sorten tragen die Bezeichnung Südtirol-Duck auch auf unseren Etiketten. Ich sage es, weil vielleicht morgen ein Hörer genau eine Flasche Weißburgunder von uns in der Hand hält und dann sagt, ja, der Armin hat uns da ganz schön erzählt, aber bis zum Schluss steht ja Südtirol drauf. Was hat er uns gesagt? Diese drei Sorten gibt es im Eisacktal noch nicht so lange. Die wurden erst in den letzten 15 bis 20 Jahren eigentlich eingeführt und dementsprechend wurde da damals, als man diese Unterzone eingeführt hat, hat man diese drei Sorten nicht mitgenommen, weil sie de facto nicht gepflanzt waren hier im Eisacktal. Heißt nicht, dass diese Weine nicht im Eisacktal wachsen, nur wir haben noch nicht die Unterbezeichnung. Mhm. Ich sage eigens noch nicht, weil wir haben natürlich eine Anfrage gestellt, das ist auch jetzt schon im Ministerium in Rom, nur dort malen die Mühlen etwas langsamer. Es wird noch ein, zwei Jahre dauern, aber grundsätzlich gibt es eine Unterzone, die ist am Etikett dann angebracht. Und deshalb lest man bei uns wirklich Südtirol Eisacktal Doc bei allen Weinen und eben die Ausnahme, die drei Weine, die ich gerade erklärt habe. Ja, das ist ja generell, sage ich mal, die Weingesetze müssen mit der Zeit mithalten und werden auch weiterentwickelt. Und ich sage jetzt mal, gerade in Italien war es natürlich so mit den Supertoskanern, dass da natürlich das berühmt-berüchtigt geworden ist, dass die vermeintlich besten oder mit die besten italienischen Rotweine eben nicht als DOCG bezeichnet werden konnten, sondern als Landweine bezeichnet werden mussten, was eben genau derselbe Grund war, dass die Rebsorten für das Gebiet noch nicht etabliert waren. Jetzt haben wir über das Eisacktal viel gelernt. Jetzt würde ich sagen, wird es Zeit, dass mal auch über deinen Betrieb konkret zum Sprechen kommen. Vielleicht vorneweg. Genossenschaften haben in Deutschland, gibt es auch gute, aber ich sage jetzt mal in der breiten Wahrnehmung, zählen sie jetzt vielleicht nicht zu der absoluten Qualitätsspitze in Deutschland. Wir haben aber, ich habe es in der letzten Episode ja schon erwähnt, eine einzigartige Erzeugerstruktur in Südtirol, die letzten Endes die Genossenschaftsstruktur oder die Genossenschaften an sich einfach nötig machen. Und das ist einfach der sehr, sehr kleinteilige Nebenerwerbserzeugung oder Anbau der Weintrauben, die letzten Endes, wenn man jetzt, ich weiß nicht, du wirst es uns gleich sagen, was die Durchschnittsgröße der Weinbauern in Südtirol oder im Eisacktal ist, aber ich sage jetzt mal irgendeine Hausnummer, wenn ich halt einen Hektar bewirtschafte, ist es mir natürlich nicht möglich, die Weine selber zu vinifizieren und zu verkaufen und deswegen spielen die Genossenschaften in Südtirol eine sehr große Rolle. Wie würdest du die Rolle der Kellereien allgemein in Südtirol beschreiben? Genau richtig, alles, was du gesagt hast. Also Südtirol hat, oder um einen Überblick zu verschaffen vielleicht, in Südtirol wird 70% des Weines übers Genossenschaftswesen abgehandelt. Also 70% aller Flaschen, die irgendwo stehen, kommen aus Genossenschaften. Dann bleiben noch 30% über. Wer sind die? Das sind 20% größere historische Familienbetriebe, wie schon eingangs erwähnt, Elena Wallich, Alois Lageder, Hofstädter, Franz Haas, Manninkor. Ich nenne jetzt einige, um Ihnen einfach nur einen Überblick zu geben. Und dann bleiben noch 10%. Das sind kleinere, die heißen sich freie Weinbauern. Das sind kleinere Familienbetriebe, die bis zur Produktion von circa 150.000 Flaschen, also die haben normalerweise von 3 bis 10 Hektar Weinbaufläche.
Die größeren Familienbetriebe, die haben auch 30, 40, 50 Hektar Weinbaufläche. Aber zurück zu den Genossenschaften, eben 70%, der größte Teil geht über die Genossenschaften, aber nicht nur, weil das die Masse ist und das sind dann eben Einstiegsweine, sondern in Südtirol hat sich das ja historisch so entwickelt. Also Genossenschaften gibt es in Südtirol schon seit knapp 150 Jahren, also sehr lange. Und der Grund dafür ist genau dieser, den du vorhin beschrieben hast. Wir haben in Südtirol 5.400 Hektar Weinbaufläche und 5.000 Eigentümer. Das heißt, Pi mal Daumen, ein Hektar sind 1,2 Hektar, wenn wir es jetzt ganz genau rechnen wollen, ein Hektar. Und mit diesem einen Hektar kannst du natürlich nicht deine Kellerei machen, du kannst nicht dich als Struktur bauen und Investitionen tätigen, den Wein machen und dann auch vermarkten. Ein Hektar, das sind nur nochmal den Zuhörern, das ein bisschen ins Auge zu geben, das sind so 8.000 bis 10.000 Flaschen. Ne? Bis zum Schluss hängt davon ab, welche Rebsorte. Mhm. Damit man das so grob einschätzen, so knapp 10.000 Flaschen. Und mit dieser Menge natürlich ist nicht möglich. Dazu kommt noch, wir haben in Südtirol ja dieses Gesetz, es wird es auch in anderen Orten geben, aber in des geschlossenen Hofes. Also das heißt, man hat die Familien, die Bauernfamilien haben diesen Hof geschlossen. Die Idee von einem geschlossenen Hof und das Wort geschlossen, was heißt das? Das ist einfach die Hofstelle, die Produktionsstelle, die normalerweise besteht aus dem Gebäude und dann natürlich auch aus der Landwirtschaft, die dort im Hof dann mit enthalten ist, wurde seit eben schon 150 Jahren dann geschlossen. Wenn der Grund dafür war, dass sich nicht alles zerstückelt und dass diese kleine Fläche, die ja so schon klein ist, zusammenbleibt. Nicht? Also wenn morgen eine Familie zum Beispiel zwei Söhne hat dann und nur einen Hof, sie können ja auch zwei Höfe haben vom Prinzip, aber wenn sie nur einen Hof haben, dann haben sie natürlich ein mittleres Problem, weil ein Sohn muss den Hof bekommen und der andere Sohn muss halt dann ausbezahlt werden. Nicht? Oder aber die Tochter, muss man ja heutzutage nicht ganz einfach teilen und sagen, ein Sohn bekommt die Hälfte, bekommt 5.000 Meter und der andere Sohn bekommt 5.000 Meter. Wäre das so der Fall gewesen, dann hätten wir uns zerstückelt und dann wären natürlich größere Betriebe gekommen, die das alles aufgekauft hätten und dann hätten wir eben eine ganz andere Landschaft hier. Aber für Südtirol war es auch aus kulturtechnischen Gründen sehr wichtig, dass diese kleinen Parzellen dann auch erhalten bleiben. Der Weinbau, so sehen wir das zumindest, ist ja auch ein Teil unserer Kulturlandschaft hier in Südtirol und prägt auch Südtirol. Wir leben natürlich auch vom Tourismus und für uns ist eben wichtig, dass diese Lagen weiterhin bewirtschaftet werden, hauptsächlich dann im Hang, im steilen Hang, wo es natürlich auch sehr schwierig ist. Und dementsprechend haben wir diese Parzellierung und das gilt auch für uns als Kellerei Eisacktal. Auch wir haben 150 Hektar bei 130 Mitgliedern, also bei uns genau dieser Südtiroler Schnitt, knapp ein Hektar, etwas über einem Hektar. Und wie gesagt, das sind 130 Familien, die am Hof leben, den Hof dann bearbeiten, zu 90% im Nebenerwerb, weil klarerweise mit einem Hektar, wir bezahlen zwar sehr gut hier in Südtirol die Trauben, oder wir versuchen das zumindest, aber natürlich, man kann nicht eine ganze Familie mit einem Hektar ernähren, das wäre nicht möglich, wie schon gesagt, das sind 10.000 Flaschen, da müssten wir die um 100 Euro verkaufen, dann vielleicht würde das funktionieren, aber da wir das nicht können, müssen die das im Nebenerwerb machen, was Vor- und Nachteile hat. Die Nachteile natürlich, ja, die müssen am Tag vielleicht was anderes machen und dann am Abend den Weinbau betreiben. Aber der Vorteil ist, dass sehr viele von unseren Mitgliedern den Weinbau eben nicht als Businessmodell sehen, sondern eher als, das gehört einfach zu deren Geschichte dazu. Das Wort Hobby möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, weil es ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Das geht schon über ein Hobby hinaus, aber die machen das mit Leidenschaft, die machen das mit Passion und nicht immer auf der reinen Gewinnmaximierung ausgerichtet, weil ansonsten wäre es natürlich sehr schwer, hier auch spezifisch bei uns im Eisacktal auf diesen steilen Hängen Weinbau noch zu betreiben, wenn einer jetzt sich hinsetzt. Ich hoffe, es hören jetzt keine Mitglieder von uns zu, wenn sich einer hinsetzt und sich genau die Rechnung macht und genau dann aufschreibt, wie viele Stunden natürlich investiert hat in seinen Weinberg und dann schaut, was die Genossenschaft bis zum Schluss dann auszahlt, dann ist es, ja, kommt man eigentlich sehr, sehr schnell zum Schluss, dass es sinnvoller wäre, einer anderen Tätigkeit Vollzeit nachzugehen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und genau das ist für Südtirol einfach ein System, das sich jetzt über 130 Jahre so auch bewährt hat und dementsprechend liegt es natürlich an uns, die Genossenschaften führen und leiten,
bis zum Schluss, ich bin der Geschäftsführer hier, aber ich bin ein Angestellter der Mitglieder, also bis zum Schluss gehört natürlich die ganze Struktur unseren Mitgliedern. Es gibt natürlich einen Vorstand und einen Vorstandsvorsitzenden, wir sagen Obmann dazu, die das alles natürlich ein bisschen kontrollieren, aber bis zum Schluss natürlich, ich als Geschäftsführer und der Kellermeister im Keller sind natürlich verantwortlich, dass das alles läuft, und unser Ziel ist es eben, so viel wie möglich zu erwirtschaften, beziehungsweise zu schauen, dass den Mitgliedern langfristig so viel wie möglich Geld für deren Traum dann übrig bleibt, damit sie das auch weitermachen. Also ihr, anders gesagt, ihr spürt schon eine Verpflichtung letzten Endes, die Tradition auch irgendwie am Leben zu erhalten und den kleinteiligen Weinbauern quasi letzten Endes zu ermöglichen, ihre traditionsreiche Berufung letzten Endes nachzugehen. Das genau, ist schon eine gesellschaftliche oder kulturelle Auftrag, den ihr wahrnehmt und als solchen empfindet. Ganz genau. Also bei uns auch im Statut. Die Genossenschaft hat natürlich ein Statut und Richtlinien und Geschäftsordnung. Im Statut steht das ganz weit oben. Eben das Ziel unserer Genossenschaft ist wirklich, diese Kulturlandschaft zu behalten und natürlich Traumpreise zu bezahlen, dass das auch möglich ist. Ne? Und dann kommen wir auch gleich zu der Qualität. Damit wir Traumpreise oder gute Traumpreise bezahlen können, müssen wir natürlich auch, jetzt mache ich es sehr einfach, gute Weine oder sehr gute Weine produzieren, damit wir diese auch zu einem fairen und auch hohen, teilweise hohen Preis verkaufen können, damit dann im Umkehrschluss die Trauben auch entlohnt werden können. Und deshalb auch seit 130 Jahren auch bei den Genossenschaften ein Qualitätsstreben oder wurde ein Qualitätsstreben eingeführt, beziehungsweise wir leben nach diesem Qualitätsstreben, für uns sehr wichtig. Wir möchten nicht einfach nur die Masse abdecken und die Trauben, die unsere Mitglieder uns bringen, einfach verarbeiten und die Weine verkaufen, wie es vielleicht größere Genossenschaften in anderen Gebieten auch so machen. Wir müssen uns immer auch wehren, wie du richtig gesagt hast, der Ruf der Genossenschaften ist, es gibt Ausnahmen, klar, aber außerhalb von Südtirol ist der Ruf der Genossenschaften nicht so positiv behaftet. Wir brauchen nur, ich bleibe jetzt in Italien, um keine Beispiele aus Deutschland und Österreich zu zitieren, aber auch in Italien, wir brauchen nur in die Nachbarprovinz, das ist das Trentino. Dort gibt es 3 große Genossenschaften. Es gibt natürlich sehr viele kleine, private, aber dominant sind die 3 großen Genossenschaften. Die produzieren 80% des Weines, also ungefähr so wie bei uns hier in Südtirol. Nur der Unterschied, wir sind nicht 3, sondern wir sind 12. Und wir haben 5.000 Hektar und die haben 15.000 Hektar, also die sind natürlich 3-mal so groß. Und die haben sich einfach auf den Hut geschrieben, wir müssen über die Menge die Margen einfahren. Also die versuchen eben eher einfache Weine, aber natürlich die Menge dann eher höher oder umgekehrt. Das fängt ja mit der Menge an. Die produzieren eben etwas mehr Trauben, um dann Weine daraus zu machen, wo einfach die Stückzahl höher ist. Und die gehen eben den Weg über die Stückzahl. Natürlich nicht. Also ich kann auch Marge mit wenig Marge, aber hohe Stückzahl, das kann ja auch sehr gut funktionieren. Südtirol hat eben genau einen anderen Weg oder den gesehen. Und so arbeiten eben sehr viele Genossenschaften. Die sagen, wir sind groß, wir machen den Einstieg, das decken wir ab. Dort können die anderen mit uns ja eh nicht konkurrieren, weil wir haben die großen Strukturen, können sehr effizient dann die Weine verarbeiten. Und das sind dann Weine, die am Regal irgendwo mit, um Ziffern zu nennen, mit 3, 4, 5 Euro dann liegen. Ne? Wenn ich aber in einer kleinen Struktur bin, sind die Kosten natürlich sehr viel höher und dementsprechend können wir dort nicht mithalten. Und deshalb haben wir eigentlich in ganz Südtirol oder hat sich Südtirol dafür entschieden zu sagen, wir versuchen auf die Qualität zu setzen. Es ist jetzt natürlich ein Spruch, klingt jetzt einfach, ist natürlich nicht so einfach. Und ja, die Kennzahl dafür ist, wir machen sehr wenig Wein, also wir machen nur 0,8% des Weines, welcher in Italien produziert wird, kommt aus Südtirol. Und der Hauptgrund ist, für all jene, die nach Südtirol fahren oder Südtirol kennen, in der Talsohle wächst bei uns kein Wein. Weil in der Talsohle findet man in Südtirol den Apfel. Und das war die Entscheidung, die damals getroffen wurde, zu sagen, in der Talsohle, dort, wo natürlich die Basisqualitäten in höheren Mengen produziert werden können, wollen wir keinen Wein machen. Wein wird nur auf Hanglage, ob es dann der Hang im Unterland und Überetsch ist oder eben bei uns hier der Berg, produziert, weil dort natürlich bessere Qualitäten entstehen und wollen uns am Markt eben nur in einem mittel- bzw. gehobenen Segment positionieren. Den Einstieg lassen wir unsere Nachbarn, Provinzen dann abdecken und wir konzentrieren uns auf die Qualität. Deshalb, um das abzuschließen, 70% sind Genossenschaften und ich glaube, dass 70% der besten Weine in Südtirol kommen von Genossenschaftskellereien. Ich sage eigentlich 70, um einfach zu sagen, die Aufteilung
Also Genossenschaft heißt bei uns nicht gleich einfache Qualitäten, sondern Genossenschaften können die gleichen, teilweise sogar besseren Qualitäten erzielen wie auch private Winzer. Ich sage 70-30, also wir arbeiten gleich gut, so möchte ich das sagen. Nicht besser, nicht schlechter, aber was Qualität anbelangt, sicher auf Augenhöhe. Aber du hast es gesagt, ihr arbeitet mit 130 Familien zusammen. Das stelle ich mir dann schon als Herausforderung vor. Und deswegen würde es mich nochmal im Detail interessieren, wie ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen muss. Weil ich sage mal, vielleicht ist das Qualitätsverständnis jetzt nicht bei allen Familienmitgliedern gleich. Also ich fabuliere jetzt einfach. Das heißt, ihr müsstet ja wahrscheinlich schon Vorgaben geben, ein Qualitätsgerüst, was zum Beispiel Ertragssteuerung angeht oder Maximalerträge, vielleicht auch was eben Pflanzenschutz angeht etc., weil natürlich die Challenge, denke ich, bei euch schon sein wird, aus 130 Zulieferern jedes Jahr, natürlich mit Jahrgangsschwankungen, aber kontinuierlich reproduzierbar auf einem Qualitätsniveau zu bleiben, obwohl ich jetzt aus Genossenschaft vielleicht nicht so den unmittelbaren Einfluss auf den Weinberg und die Erzeugung habe, wie ich es jetzt vielleicht in einem Einzelbetrieb habe. Also ich denke mal, da wird es ja schon zum einen eine langfristige Bindung geben müssen, damit ich eben auch über die Jahre hinweg erstmal das Qualitätsfundament aufbauen kann, aber ich den Weinbauern ja schon gewisse Vorgaben machen möchte, um der aber wiederum natürlich sagt, ja, das ist schon schön und gut, aber hier geht's nicht oder meine Familie hat schon immer anders gemacht. Also in was für einem Spannungsfeld bewegst du dich da als Genossenschaft quasi? Ja, es ist teilweise nicht einfach, muss ich dir recht geben, wobei ich schon nochmal unterstreichen möchte, beziehungsweise das auch nochmal deutlich sagen. Also viele sagen ja, die Genossenschaften, und dann komme ich genau auf deine Frage, die Genossenschaften sind große Betriebe. Wir sind jetzt die kleinsten in Südtirol. Ich habe vorhin gesagt, es gibt 12 Genossenschaften. Wir sind die kleinsten mit 150 Mitgliedern und 130 Hektar. Es gibt aber auch Genossenschaften, die 500 Mitglieder haben und auch 500 Hektar. Wir sind jetzt die kleinsten, aber ich drehe meistens auch den Spieß manchmal auch um und sage, eigentlich sind wir die Kleinen, weil wir müssen eigentlich pro Mitglied nur ein Hektar bewirtschaften, eine ganze Familie. Nicht? Wenn ich jetzt ein Privatbetrieb bin mit 20 Hektar, dann gehören mir 20 Hektar, habe ich natürlich sehr viel weniger als die Kellerei Eisacktal mit 150, aber ich muss 20 Hektar mit meinen Mitarbeitern bewirtschaften und die Kellerei ist jedes Stück eigentlich nur ein Hektar. Nicht? Und wenn der Wein im Weinbau wächst, und nicht unbedingt immer in der Kellerei entsteht, weil wir glauben wirklich, wir gehen von diesem Konzept aus, die Trauben sind die Voraussetzung, ohne gute Trauben kann man das alles nicht realisieren, dann gehören wir fast zu den Kleinen. Und jetzt komme ich auf deine Frage, wir brauchen Kontinuität, das ist das Um und Auf bei uns. Bei uns normalerweise sind die Mitglieder über Generationen Mitglied in der Kellerei. Das gilt nicht nur für uns, sondern in allen anderen Genossenschaften. Also wir haben dort eigentlich keine Fluktuation. Maximal kommt irgendwer dazu, der vielleicht morgen wirklich einen Weinbau ausgepflanzt hat, aber der vielleicht bis dato kein Weinbauer war. Dementsprechend haben wir natürlich sehr über Generationen die Leute im Haus. Und wir müssen diese natürlich schon sehr strikt auch steuern. Die Mitglieder, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt mancher Mitglieder, die sagen, ja, eigentlich sind ja wir Eigentümer der Kellerei und wir müssen hier arbeiten, als wären wir eure Angestellten. Nicht? Und mit euer sprechen sie eben zu mir und zum Kellermeister. Nicht? Und dann sage ich, dann müssen wir uns natürlich immer wieder erklären, aber das wird dann auch verstanden, dass es nur so funktioniert. Also die Genossenschaften werden so geführt, als ob sie eigentlich Privatkellereien wären. Anders funktioniert es nicht, wie du richtig gesagt hast. Wenn jeder seine Richtung einschlägt, wie soll dann der Kellermeister am Ende des Tages seinen Wein produzieren, das über Jahre und mit der Qualität wachsen. Also die Mitglieder von uns bekommen jedes Jahr aktualisierte Richtlinien. Das ist ein schönes Dokument, wo sie sich dann schön durchlesen können. Dort ist von A bis Z eigentlich alles vorgegeben. Also das Mitglied an sich hat eigentlich sehr wenig Entfaltungsmöglichkeiten, wenn wir es jetzt so sagen wollen, was aber auf der anderen Seite natürlich sehr positiv ist, weil es dann eine wirkliche Regulierung gibt. Wir geben denen aber natürlich nicht nur ein Schriftstück und hoffen, dass alles passt. Wir haben einen Agronomen und auch Kellermeister im Haus. Agronom, der macht eigentlich nichts anderes, als das ganze Jahr die Mitglieder zu betreuen. Also wir haben wie gesagt, 130 Mitglieder. Das ist eine
zwar groß, ja, aber auch überschaubare Zahl. Der macht mit jedem Mitglied Gespräche zu den Versammlungen. Natürlich, wir machen 3-4 Mal im Jahr, wenn es wichtig ist. Also eine Frühjahrsaussprache, wo alle herkommen. Dann sagen wir, okay, heuer ist so, heuer versuchen wir das und das. So allgemeine Themen. Danach gibt es natürlich Weinbergsbegehungen. Also unser Agronom ist dann im ganzen, also den ganzen Sommer praktisch von Austrieb oder ja, von der Blüte eigentlich bis dann zur Ernte draußen bei den Mitgliedern. Teilweise gibt es Einzelberatungen, wo es braucht. Ne? Die Mitglieder wissen, wenn sie ein Problem haben, dann rufen sie einfach unseren Kellermeister oder Agronom an, der fährt hin und bespricht es mit ihnen. Viele haben auch natürlich Fragen, weil wir eingangs auch erwähnt haben, es sind ja nicht alles Fulltime-Profibauern. Teilweise machen die das im Nebenberuf, haben natürlich auch nicht die Zeit, sich laufend weiterzubilden, auch was Pflanzenschutz anbelangt. Dort werden sie sehr stark von uns unterstützt, aber nicht nur von uns. Es gibt in Südtirol auch eine Beratungsagentur, die das, den Beratungsring, die das natürlich von Jahr zu Jahr, weil es kommen ja neue Produkte auf den Markt, neue Karenzzeiten, neue Erkenntnisse. Das ist ja ein laufender Prozess. Und die bekommen diese ganze Information von uns, werden dann im Jahr mindestens 4 bis 5 Mal besucht und 4 bis 5 Mal dort decken wir eigentlich die ganzen wichtigen Arbeiten ab, nicht? Von der Triebeinstellung bis zur Laubarbeit, bis zu der Mengenregulierung und dann schließlich dann bis zur Ernte werden die besucht und dann wird wirklich im Einzelgespräch mit jedem Bauer ganz kurz in den Weinberg gegangen und bei 3-4 Parzellen wird dann gezeigt, wie wir uns das vorstellen. Der Bauer kann natürlich seine Fragen dann stellen und dann sollte er das so machen, wie wir das gerne hätten. Das klingt jetzt sehr schulisch und sehr streng, das ist auch sehr streng, weil nur so können wir diese Qualität garantieren. Und das funktioniert nicht nur bei uns, sondern bei allen Genossenschaften in Südtirol sehr gut. Und deshalb haben wir natürlich auch die Qualitäten sehr gut unter Kontrolle. Und ich sage, wir arbeiten fast, wie schon eingangs gesagt, wie ein Privatbetrieb, mit dem Unterschied, dass wir halt sehr viele Mitarbeiter haben. Nicht? 130 Mitglieder, eine Familie hat normalerweise 4 Leute und wie es bei uns üblich ist, hilft die ganze Familie mit. Und dementsprechend haben wir ja 400-500 Leute draußen, die diese 150 Hektar bewirtschaften können. Und dort sind wir natürlich sehr schlagkräftig. Ja, das alles führt dazu, dass ich von meinem Credo, was ich oft von mir gebe, wenn ich gefragt werde, oder andersrum gesagt, was oft ein Gefühl ist, dass wenn ein Erzeuger eine sehr große Produktpalette hat, dann finde ich, ist es einfach, fehlt es manchmal an der Fokussierung. Und das ist jetzt vielleicht bei einer Genossenschaft, die ihr jetzt ja seid, ein bisschen anders, weil ihr habt mir ja den euren Flyer, euer Produktinfo noch mitgegeben. Ihr habt ja schon ein sehr großes Sortiment, würde ich mal sagen. Also das sind ja auch sehr viel verschiedene Rebsorten. Wenn ich es jetzt mal durchzähle, ich würde mal sagen, das sind vielleicht, ja, mit den roten noch dazu, reden wir von 10-12 verschiedenen Rebsorten, die ihr macht. Du wirst die Zahl wahrscheinlich gleich ganz genau noch sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich bei den Einzelbetrieben ist es für mich einfach oft so gewesen, wenn sich der Winzer, wie man es jetzt aus dem Burgund oder aus Frankreich generell kennt, vielleicht auf 2, 3, 4 Rebsorten konzentriert, dass das meistens zu einer noch höheren Qualität führt. Aber dieser Zusammenhang, den würde ich jetzt vielleicht bei den Genossenschaften nicht so 1:1 ziehen, weil einfach hier viel mehr Erzeuger am Start sind, die natürlich auch die Rebsorten auf ihren Hektar, den sie letzten Endes bewirtschaften, ausgerichtet haben, optimiert haben, sodass für mich der Zusammenhang jetzt vielleicht bei euch nicht in der Radikalität gilt, wie jetzt bei Einzelerzeugern. Aber wie siehst du das Thema Fokussierung? Habt ihr da in Zukunft vielleicht vor, euer Portfolio ein bisschen zu verschlanken? Oder ist es einfach auch ein Stück weit eure Philosophie, das Eisacktal in seiner ganzen Breite an dem Rebsortenspiegel zu repräsentieren? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, aber auch schwierige Frage, beziehungsweise wir diskutieren natürlich des Öfteren, hauptsächlich aus vertriebstechnischer Sicht. Natürlich, um sich zu positionieren, ist natürlich, wenn man eine Rebsorte hat oder wenige Rebsorten, viel einfacher. Es gibt viele Beispiele in der Welt, an denen wir uns dann auch
wenn dieses Thema auf den Tisch kommt, dann immer wieder vergleichen, sprich die Mosel mit Riesling, sprich die Wachau mit Grüner Veltliner und Riesling vielleicht Burgund, ist klar, nicht? Gibt es zwei Sorten, Chardonnay und Blauburgunder oder Spätburgunder bei euch. Wir sagen Blauburgunder zu Pinot Noir, okay, ne? Die Toskana mit Sangiovese und das Piemont mit Nebbiolo etc. etc. Südtirol ist eigentlich sehr schwierig, dieser Diskurs, weil Südtirol ist sehr unhomogen in sich. Also man würde zwar glauben, Südtirol ist das kleine Land, aber wenn wir uns die anderen Gebiete anschauen, die sind sehr viel homogener als unseres. Nicht? Jetzt spreche ich von Gesamt-Südtirol, es gibt natürlich für Seisachtal auch. Südtirol hat vom Süden bei 200 Meter Temperaturen, wo wir auch Cabernet und Merlot anbauen können und die gut werden, bis natürlich hier ins Seisachtal auf 1000 Meter. Also wir fangen 1000 Meter kühles Gebiet, karge Böden. Natürlich sehr viele Unterschiede. Wenn wir uns jetzt müssten auf ein, zwei Rebsorten, weil das wird auch im Konsortium, wo ich auch dabei bin, in der Marketinggruppe Konsortium Südtirol Wein, dort wird dann über Südtirol gesprochen. Das ist auch Thema. Das ist dort vielleicht noch mehr Thema als bei uns in der Kellerei, weil natürlich Südtirol in der Positionierung sich immer schwer tut. Was ist Südtirol? Nicht? Für den deutschen Markt oder für den bundesdeutschen oder für den deutschsprachigen Raum ist Südtirol hauptsächlich Weißburgunder, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio und dann vielleicht Lagrein und Magdalena, vielleicht vernetzt die Sorten, die halt historisch positioniert worden sind. Für Italien, also für Italien, wir werden als Gewürztraminer angesehen und Müller-Thurgau, also andere Rebsorten. Mhm. Dementsprechend ist es natürlich nicht einfach, uns hier zu profilieren. Auf der anderen Seite natürlich Vor- und Nachteil. Der Vorteil, also der Nachteil ist, man ist nicht so spitz in der Kommunikation, kann das nicht sein. Das ist der Nachteil. Auf der anderen Seite der Vorteil, man hat natürlich, man ist breit aufgestellt für verschiedene Märkte, für verschiedene Anlässe. Und was noch dazu kommt, eben auch bei uns, jetzt komme ich zurück zu uns, wir haben de facto, wie du es richtig erkannt hast, wir haben 10 Weißweinsorten. Also im Weißwein wird alles produziert, was es in Südtirol so gibt. Einzige kleine Ausnahme, ich sage es, weil vielleicht einer sagt, na, stimmt nicht ganz, Goldmuskateller wird hier keiner produziert, das ist eigentlich der einzige Weißwein, den wir nicht haben, der unter Druck immer läuft. Und dann haben wir 4 Rotweinsorten, also insgesamt 14 Sorten. Wobei ich schon gesagt habe, 97% ist Weißwein, also Rotwein läuft wirklich nur so mit bei uns. Auch wir stellen uns immer wieder die Frage, braucht es eigentlich bei uns hier ein Weißburgunder, braucht es eigentlich ein Sauvignon, braucht es ein Chardonnay, also Sorten, die eigentlich hier historisch nicht so lange noch sind. Und dann werden die Weine verkostet und dann sagen wir immer wieder, ja, der ist eigentlich schon gut, nicht? Warum sollten wir den jetzt weglassen, nicht? Ist er viel schlechter als der Silvaner? Nein, im Gegenteil, manchmal dort, wo Weißburgunder eben gut ist, das ist eine Lage, die für Weißburgunder oder Sauvignon oder Chardonnay, ich nehme jetzt den Weißburgunder, weil wir den auch später verkosten, der spiegelt eigentlich eine gute Qualität wider. Und das ist eben genau unsere Zwickmühle in Südtirol, dass wir es schaffen, alle zusammen, momentan noch, vielleicht wird es sich in den nächsten Jahrzehnten verändern, aber bei uns gibt es eigentlich nicht eine klare Message. In Südtirol ist der beste Wein ein Chardonnay, ein Weißburgunder, ein Sauvignon, ein Gewürztraminer, weil jedes Gebiet und jede Kellerei auf seinem Fokus arbeitet und dementsprechend entstehen Weine, die, wenn wir jetzt auch auf Ratings oder auf Punkte gehen oder auf Bewertungen von Weinkritikern, es gibt in Südtirol nicht einen Wein, der immer, oder eine Rebsorte, muss ich sagen, eine Rebsorte, die heraussticht. Nicht? Dementsprechend, vielleicht ist es auch richtig, dass diese Rebsorten weiterhin ausgebaut werden und eben die Lagen sind von 200 Meter leichte Lage auf oder warme Lage auf sehr tiefgründigen Lehmböden bis 1000 Meter karg, kühl, Kalk, was weiß ich was. Dementsprechend gibt es halt sehr viele verschiedene Sorten. Und dann kommt noch dazu, historisch, jetzt musst du dir überlegen, du hast 1 Hektar Weinbau und du setzt jetzt eine Sorte an und du musst dir das auch handeln und zu 90% im Nebenerwerb. Dann sagst du, okay, dann teilst du dir diesen Hektar, das sind 100 mal 100 Meter, oder möchtest du dir diesen auf 2, 3 Sorten aufteilen? Weil du musst es ja dann auch ernten und arbeiten und bewirtschaften. Und wenn du nur eine Sorte hättest, dann kommt die Kellerei, die sehr streng ist, und sagt, Florian, deinen Silvaner möchte ich am Montag in der Kellerei haben. Dann sagt der Florian, ja, das schaffe ich ja nicht. Ich kann nicht 1 Hektar Silvaner in einem Tag ernten. Dann sagt die Kellerei, das interessiert mich nicht, organisiere dich, nicht? Weil wir sind sehr scharf hier. Dann sagst du, ja, okay, dann muss ich jetzt 20 Leute engagieren oder 15 Leute, die mir helfen, heute natürlich diesen Hektar zu ernten.
das kannst du auch machen, aber die Leute musst du bezahlen, ne? Und dann wird die Rechnung für dir oder die Marge immer kleiner. Du hättest viel lieber, dass du heute mit deiner Familie den Sauvignon oder den Silvaner, haben wir gesagt, ernten kannst und vielleicht in einer Woche den Kärntner ernten kannst, weil das sind ja verschiedene Erntezeitpunkte. Und dementsprechend ist im Südtirol so, dass jedes Mitglied hat 2 bis 3 Sorten, historisch gewachsen. Für uns als Kellerei natürlich wäre es besser, auch in Zukunft, jetzt geht es immer mehr in Richtung die geeignete Sorte in der geeigneten Lage. Einmal hat sich das historisch sowieso herauskristallisiert, aber wir müssen natürlich auch aufs Mitglied schauen und sagen, okay, wir verstehen, dass du nicht eine Sorte hast, dann bekommst du auch eine zweite oder darfst du auch eine zweite Sorte anpflanzen. Bei uns ist wirklich so, dass ich glaube, das zeigt wieder, wie wir arbeiten. Also wenn ein Mitglied was anpflanzt, dann muss er zu uns kommen, muss um Erlaubnis fragen, das wird dann in der Geschäftsführung dann besprochen, kommt zum Vorstand und der Vorstand beschließt dann diese neue, oder was das Mitglied setzen darf. Ne? Das Mitglied kann nicht einfach sagen, das gehört mir, ich tue, was ich will. Ne? Und dementsprechend, zurück zu der Frage, haben wir einen Sinn zu reduzieren? Eher nicht, weil es momentan nicht so einfach funktioniert und weil wir eben sehen, dass immer wieder Rebsorten, die eigentlich nicht so typisch oder unterschätzt werden, hier bei uns sehr gute Resultate bringen. Und das lässt uns halt auch die Neugierde, lässt uns auch das nicht zu, sage ich mal, im Kopf zu sagen, wir streichen jetzt den Weißburgunder, den Sauvignon und den Chardonnay, weil vielleicht genau morgen der Chardonnay im Eisacktal, der heute noch nicht de facto so gut wie noch nicht angepflanzt wird, eine gute Alternative sein kann zu Chardonnays, die in warmen Gebieten wohnen. Nämlich Chardonnay als Beispiel. Chardonnay hat ja viele Facetten, der kann breit und schmalzig und voll sein. Er kann aber auch, also Beispiel Burgund und Chablis. Burgund wäre das restliche Südtirol und wir könnten morgen ja Chablis sein. Und wer sagt denn heute, dass Chablis hat auch bewiesen, dass teilweise zum Burgund recht nahe herankommt, nicht? Mit einer anderen Stilistik, aber was den Trinkspaß anbelangt. Und das ist genau, warum wir uns hier schwer tun. Du hast es verstanden, ich spreche ein bisschen nach links, nach rechts. Ich versuche auszuweichen, weil ich selbst die Antwort nicht habe. Ich hätte auch gerne lieber einen weißen, einen roten und mit diesem Vollgas auf dem Markt dann zu sagen, das ist das, was ich gut kann, hier bin ich gut und ich profiliere mich mit diesem. Aber bis zum Schluss ist es eben sehr viel komplizierter und es sind sehr viele Faktoren, die momentan und auch, ich sage einfach, die Vielfältigkeit, Eisacktal geht von 300 Meter bis 1000 Meter, ja, auf welche Sorte soll ich mich hier einigen? Auf 800 Meter wächst halt kein Silvaner, so wie wir den produzieren, so wie auf 300 Meter der Kern noch nicht gut wird. Nicht? Und dementsprechend haben wir uns eben hier so aufgestellt. Ja, ich meine, letzten Endes ist es ja ein Marketing- oder Kommunikationsaufgabe und es ist auch einfach eine Frage der Perspektive, wie man als Region wahrgenommen wird. Und es ist natürlich immer eine Pauschalisierung oder Vereinfachung drin, die letzten Endes verfälscht. Also auch wenn man jetzt auf Österreich oder Deutschland schaut, auch wenn wir jetzt, sage ich mal, das Glück haben, natürlich Riesling aus Aushängeschild Nummer 1 hat und Österreich der grüne Veltliner, dann ist das ein Identifikationsmerkmal, aber auch nicht mehr, ja, weil ich meine, wir haben in Deutschland natürlich auch viel mehr zu bieten wie nur Riesling, da würde man sich auch nicht drauf reduzieren wollen. Nichtsdestotrotz ist es gerade im Ausland, ich war halt viel in Asien und USA auch, wenn man halt von German Wein spricht, dann denken halt 95% der Leute an Riesling und die letzten 5% vielleicht an Spätburgunder. Und in Österreich ist das Ähnliche. Ja. Da hat mal der Willi Klinger auch mal gesagt, ja, im Prinzip können wir hier alles. Und wir haben es ja in den letzten Podcast-Episoden ja auch mitbekommen. Die Rebsortenvielfalt ist immens. Die Regionen unterscheiden sich sehr, sehr stark voneinander. Und trotzdem scheint es wichtig zu sein, dass man halt ein Identifikationsmerkmal hat. Und man merkt es ja auch im globalen Weinmarkt, dass alle Länder oder großen Regionen versucht sind, sich mit einer Rebsorte zu profilieren. Ich habe das hier an der Stelle ja schon öfters gesagt. Also man hat immer ein Land, was versucht, mit einer Rebsorte in Verbindung gebracht zu werden, einfach als Alleinstellungsmerkmal, als Identifikationspunkt. Auch vielleicht, du hast es schon als Profi jetzt gesagt, in Richtung Marketing oder Kundenansprache, dass man da einfach einen Flock im Boden hat, mit dem man in Verbindung gebracht wird, was das Marketing letzten Endes einfacher macht. Und in Sachen Südtirol muss ich persönlich würde halt schon sagen, eigentlich wäre jetzt, wenn man das so aufziehen möchte, wie ich es jetzt gerade besprochen habe in der Außenwahrnehmung, wäre natürlich der Lagrein als typische
Südtiroler Rebsorte euer Paradebeispiel, euer Ass im Ärmel. Aber ich denke von der ganzen Stilistik her und auch vom Trend her, was das Mengenverhältnis zwischen Rot und Weiß angeht, spielt es euch halt jetzt nicht unbedingt in die Karten, ne? Weil es einfach jetzt nicht mehr so wichtig ist wie früher. Deswegen seid ihr da vielleicht auch tatsächlich, ich meine, die kompromisslose Ausrichtung auf Qualität geht ja jetzt schon einige Jahrzehnte. Aber trotzdem scheint es mir, und das ist jetzt das, was ich bei dir auch so zwischen den Zeilen raushöre, scheint es mir schon so zu sein, dass Südtirol als Region schon noch ein bisschen so weintechnisch auf der Suche nach einer Identität ist, wo man sich letzten Endes profiliert und auch abheben möchte vielleicht. Trifft da mein Eindruck zu oder würdest du sagen, so weit würde es jetzt nicht gehen? Es wird immer wieder diskutiert, muss ich dir recht geben. Ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass es nicht so weit kommen wird, dass sich Südtirol wirklich dann festlegt. Ich mache ein Beispiel. Wir haben von Eisenstahl gesprochen, aber sprechen wir eben von Südtirol. Wenn ich dich jetzt frage, was ist Südtirol, dann könntest du mir antworten, okay, im Rotwein könnte es der Lagrein sein und im Weißwein sagst du mir halt eben Weißburgunder oder Sauvignon oder irgendwas sowas, ne? Dann würde ich als Eisacktal jetzt schon, ne, würde ich sagen, okay, ne, also Lagrein wächst bei mir hier nicht, weil es ist einfach zu kühl, kann ich nicht anpflanzen. Mhm. Und Weißburgunder oder Sauvignon weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert. Ne, und müsste jetzt alles umstellen. Ne. Das ist sehr schwierig, weil ich glaube, die Zukunft von Südtirol, so sehe ich das ist jetzt meine persönliche Meinung, wird eher über die Profilierung, über die einzelnen Gebiete sein, über die einzelnen Lagen sein, dass morgen die Kellerei Eisacktal, ich habe gesagt, wir machen alles, das heißt aber nicht, dass wir überall gleichen Fokus legen. Also wir haben schon natürlich Fokus, wir haben Fokus auf Silvaner und wir haben Fokus auf Kärntner. Silvaner für die Lagen, die im mittleren Höhenlagensegment sind, also von 500 bis 750 Meter und Kärntner alles, was darüber ist, wenn man es jetzt ganz grob, dann gibt es natürlich die anderen Rebsorten auch noch, die hier hineinspielen. Ne? Aber das ist für uns die zwei Fokusweine. Andere Gebiete, die Kellerei Bozen, weil du von Lagrein gesprochen hast, hat ganz klar Fokus auf Lagrein beim Rotwein. Ne? Die Kellerei Dermann spricht von Weißburgunder und Sauvignon und St. Michael Eppan und ist egal, Tramin vom Gewürztraminer und Kaltern vom Kaltrasé. Also morgen, glaube ich, wird es noch mehr so sein, dass über die einzelnen Gebiete auch die Stilistiken definiert werden, eben nicht nur Rebsorten. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich möchte das Eisacktal, also das ist jetzt für uns, jetzt nicht unbedingt als das Silvaner oder der Kärntner Produzent von Südtirol sehen, sondern eher von einer Stilistik sprechen. Also ich glaube, dass die Weine, so wie wir heute ein Beispiel vielleicht die Südsteiermark hernehmen, weil es im deutschen Raum ist, die Südsteiermark macht ja auch internationale Rebsorten, hat sich natürlich ein bisschen vom grünen Veltliner und Riesling auch gelöst. Nicht, dass sie es nicht machen, aber das ist für die ja nicht genau. Fokus. Die machen Sauvignon, die machen Chardonnay und die sprechen dann einfach von Stilistik. Die sagen, okay, bei uns werden die Weine so und das möchte ich auch bei uns im Eisacktal. Wir versuchen vom ersten bis zum letzten Wein, vom Weißburgunder bis Gewürztraminer, diese Eisacktal-Stilistik zu kommunizieren und somit geben auch dem Konsumenten, glaube ich, eine tolle Auswahlmöglichkeit, wenn er weiß, okay, im Eisacktal haben die Weine eine gewisse Stilistik, sie sind vielleicht etwas schlanker, um jetzt ganz kurz auf den Punkt zu kommen, sie sind vielleicht etwas schlanker als in anderen Gebieten, sie haben aber trotzdem eine schöne Länge, sind etwas säurebetonter, etwas fruchtbetonter, meistens etwas aromatischer durch diese große Tag-Nacht-Schwankung, was wir eben haben. Haben natürlich phenolisch sind sie vollreif, weil die Sonne haben wir. Also wir kommen auf, im Gegenteil, manchmal schon fast zu viel, auch Zucker. Ne? Wir müssen schauen, dass wir nicht drüber schießen manchmal. Also die Weine sind schon voll, sie sind aber nicht so breit, sondern eher lang. Ne? Und das kann ja beim Weißburgunder und beim Chardonnay auch spannend sein oder beim Sauvignon. Ne? Sauvignon, klassisches Beispiel, unser Sauvignon ist halt eher ich sage immer grünlichere, der neutralere Stil als in anderen Gebieten, wo es wärmer ist. Dort haben wir diese Exotik. Wir haben im Sauvignon null Exotik. Ne? Und das kann dann der Konsument entscheiden. Ne? Da sagt mir schmecken lieber die Sauvignon aus diesem Gebiet. Und dann schmecken also Südtirol nochmal einfach zu sagen, weil es einfach so, wir haben alles Berge, alles Täler. Wir haben sehr viele verschiedene Gesteinsarten, um uns runter zu reduzieren, wie das die Wachau und die Mosel schafft. Aber die Mosel ist natürlich sehr homogen. Natürlich die Ausrichtung nicht, weil wir haben den Fluss, aber die Böden dort, so wie ich verstanden habe, meines Verständnisses, und das kannst du mir dann bestätigen oder auch sagen, ich habe ein Blödsinn gesagt, aber die sind schon relativ homogen. Ne? Bei uns und auch von den Höhenlagen, die sind mehr oder weniger alle auf derselben Höhe, alles, ne, das sind die wahrscheinlich 100 Meter Unterschied, ne, die große Schicht. Bei uns von 300 Meter bis 1000 und wir haben 15 verschiedene geologische
Gegebenheiten und Klima und so. Und deshalb, ich glaube, die Zukunft für Südtirol wird sein, sich noch mehr zu befassen, was geht im Eisacktal gut, bei uns zum Beispiel, und uns natürlich mit dem positionieren, aber dann eher dann, was ist die Stilistik des Eisacktal? Was kannst du dir erwarten, wenn du Weißburgunder vom Eisacktal trinkst und nicht, morgen gibt es nur noch Silvaner, Kärntner, Veltliner. Ja. Also das ist genau der Punkt und ich denke, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dass es eine eigene DOC Eisacktal gibt, ist ja der erste wichtige Schritt in diese Richtung. Das muss man halt dann jetzt über Jahrzehnte auch noch mit Fleisch versehen quasi, dass das auch eine Identität bekommt. Und im Prinzip haben wir hier in Deutschland auch die Diskussion, dass sich viel mehr, und wir haben ja jetzt auch seit Anfang diesen Jahres ein neues Weingesetz, eine neue Novelle bekommen, wo die Ursprungsbezeichnung viel stärker nochmal im Mittelpunkt stehen soll. Und es gibt auch einige große Winzer bei uns, die überlegen, die Rebsorte zum Beispiel nicht mehr aufs Etikett zu schreiben, einfach um damit auch das Bewusstsein zu schärfen, dass eine Region, eine Ursprungsbezeichnung letzten Endes für die Stilistik stehen soll und nicht eine Rebsorte. Und das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die wir im deutschsprachigen Weinbaubereich teilen, dass wir halt sehr stark Rebsorten fokussiert sind und leider ein bisschen vergessen haben, dass es eigentlich dass die Gemengelage aus dem Terroir, aus der Rebsorte, aus der Kultur letzten Endes in eine einzigartige Stilistik mündet, die man letzten Endes an einem Ort festmachen können sollte. Und ich glaube auch, dass das insgesamt auf jeden Fall die Zukunft sein wird, dass man dort sich mehr darum kümmern werden muss, stilistisch erkennbar zu machen oder einzigartig zu machen, dass das die Zukunft sein wird. Wenn wir nochmal zu deiner Kellerei kommen, zu eurer Kellerei kommen, würdest du noch irgendwas hinzufügen wollen, was Philosophie angeht, was euch unterscheidet von anderen, was euch auszeichnet? Oder denkst du, wir haben es schon soweit erfasst? Oder gibt es noch was du hinzufügen möchtest? Ich glaube, das Wichtigste haben wir erfasst. Was noch vielleicht dazu, alles, was ich gesagt habe, für unsere Genossenschaft gilt grundsätzlich auch für die anderen Genossenschaften. Was eben bei uns eben der Unterschied nochmal ist, was ich vielleicht unterstreichen möchte, ist, dass bei uns der Weinbau hier am Hang, am Hof, 95% unserer Mitglieder leben wirklich im Weinbau. Also die leben, also für die ist der Weinbau, um das noch einmal bildlich ein bisschen zu verdeutlichen, das ist die Hofstelle und rundherum dieser Hektar. Also das ist deren Garten. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Gebieten, nicht? In Kaltern oder Eppan oder Tramin oder ist egal wo, Derlen. Dort leben die Menschen, die Bauern normalerweise im Ort, wie es halt klassisch so ist. Und dann haben sie natürlich deren Flächen, die sie bewirtschaften. Manchmal sind es Mischbetriebe, Obst und Wein. Das ist so der klassische Landwirt hier bei uns in Südtirol. In der Talsohle hat er eben die Obstanlagen, also mit Äpfel und am Hang den Wein. Bei uns hier im Eisacktal sind alles Höfe, wo eben der Weinbau direkt angrenzt am Haus und dementsprechend unsere Mitglieder auch sehr, sehr viel Sorgfalt an den Tag legen. Und das ist natürlich ein Vorteil auch für uns dann, weil das ist deren Garten fast. Ne? Die Kinder spielen dort und die wollen das nicht nur wirtschaften, weil sie Trauben produzieren, die wollen das auch schön haben. Und das ist natürlich ein Vorteil für uns, weil dann wird alles noch besser gepflegt. Nicht? Und das ist vielleicht auch ein Unterschied, wie es halt hier im Eisacktal ist, erschwert, ja, weil alles sehr steil. Also wir können hier nichts maschinell bearbeiten. Wir können mit keinem Traktor in die Zeilen reinfahren. Es gibt natürlich kleine mittlerweile Raupengeräte, die natürlich eine Erleichterung darstellen. Aber zu 90% wird alles noch eben oder mit kleinsten Maschinen oder eben mit der Hand erledigt. Nicht? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Unterschied zu anderen Gebieten. Ich will nicht sagen, was besser und was schlechter ist, weil alles hat Vor- und Nachteile. Aber natürlich der große Vorteil, wenn man alles mit der Hand macht, man ist immer vor Ort, man sieht alles und kann eben gleich immer intervenieren. Also ihr seid einfach, würde ich sagen, vielleicht kann man so unter das Label stellen, halt noch näher an der Traube dran, noch mehr verwurzelt und sehr familiär strukturiert auch auf der Erzeugerseite. Ganz genau. Okay, super. Ja, du hast schon jetzt häufiger die eure Rebsorten und Weine angesprochen und ich habe auch schon ein bisschen einen trockenen Munde und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die Weine und ich denke, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt,
auch die Weine letzten Endes zu probieren. Wie gesagt, ihr habt mir Weine zur Verfügung gestellt. Ich hatte ja vor kurzem Urlaub am Gardasee gemacht und dachte, Mensch, Südtirol ist mein nächstes Podcast-Thema und ich fahre eben über den Brenner nach Hause, sammle ich halt Weine auf dem Heimweg ein und da fahrt ihr spontan genug und schnell genug. Deine liebe Kollegin, die Manuela, hat sich dann sehr freundlich darum gekümmert, dass ich sehr kurzfristig da die Weine organisiert bekommen habe. Und wir von den Weinen probieren wir 4. Ihr hört es schon quietschen, da schiebt sich schon mal ein Korkenzieher in den Korken rein. Und wir haben vielleicht das vorneweg. Ihr habt verschiedene Ranges, würde man auf Neudeutsch sagen, also Produktlinien. Da kannst du vielleicht, während ich die Weine noch aufmache, vielleicht mal grundsätzlich sagen, wie euer Portfolio aufgestellt ist und gruppiert ist, sortiert ist. Genau, also insgesamt, wir haben 28 Etiketten oder 28 Weine produziert. Die teilen sich grob gesagt in 2 Linien auf. Wir haben einmal das klassische Segment, das wäre unsere Einstiegslinie. Wir heißen das aber nicht Einstiegslinie, weil wir eben immer schon im Hang sind mit reduzierter Erträge, weil hier nicht mehr wächst. Deshalb für uns in der Beschreibung dieses als Klassik bezeichnet. Dort gibt es 10 Weißweine und 4 Rotweine. Dann gibt es unsere Selektionslinie. Das sind einfach unsere besten Lagen, die ausgesucht worden sind. Die beste Ausrichtung, der Boden natürlich ist wichtig, die Höhenlage ist wichtig. Aber für uns noch sehr wichtig, nicht nur die Lage, sondern auch natürlich das Mitglied, der Bauer selbst, also der Mensch, der das bewirtschaftet, der muss natürlich auch ein Qualitätsverständnis mitbringen. Dort machen wir 9 Weine, also die heißen bei uns Aristos. Also Aristos ist ein Fantasienamen, den gibt es seit 1990 bei uns. Also wir haben das jetzt schon vor einiger Zeit eingeführt und die ganze Linie wird mit diesem Fantasienamen eben bezeichnet. Wir können nicht jedem Wein den Namen geben des Ursprungs, weil, wie schon vorhin gesagt, wir haben sehr viele kleine Parzellen. Deshalb, das ist bei uns als Genossenschaft nicht möglich. Deshalb hatte man sich damals entschieden für eine Marke. Und Aristos vom Griechischen vielleicht noch, Klammer auf, Klammer zu, das Beste, gehobene Schicht, nicht Aristokratie oder der Aristokrat, das Gehobene, das Beste. Und dort gibt es 9 Weine und das sind grundsätzlich unsere 2 Linien. Und dann hast du vielleicht in unserem Portfolio gesehen, gibt es noch einzelne andere Weine. Das sind 2 Weine, also quasi Reservas, die vom Kloster Seben stammen. Es ist ein Kloster hier über Klausen. Das sind richtige Crus, oder in Frankreich würden sie Clos dazu sagen, weil es wirklich in den Mauern wächst. Dürfen wir natürlich nicht verwenden, weil sonst würden uns die Franzosen hier aufsuchen. Dort sind sie sehr streng mit deren Ursprungsbezeichnungen. Und genau, das sind aber nur 2 Weine, sehr limitiert. Dann gibt es noch 2, 3 Cuvées, die eben keine Ursprungbezeichnung tragen können, weil, wie du vorhin gesagt hast, das nicht auch hier bei uns nicht vorgesehen ist. Das sind wirklich so Einstiegsweine, so Aperitivweine, leicht frisch-fruchtig für den Sommer. Die heißen Isaras, dort gibt es 3, einen Schaumwein, einen Weißen und einen Rosé. Und dann das Ganze abzuschließen, haben wir noch einen Pastito, also einen Dessertwein, also einen Süßwein. Spätlese, würdet ihr sagen, vom Kärntner. Also nochmal grundsätzlich 2 Linien, Klassik, weißes Etikett und Aristos, die Selektion, schwarzes Etikett. Und heute haben wir die Aristos-Weine hier zum Verkosten. Also das sind praktisch unsere Selektionsweine, die sich einfach unterscheiden, dass sie einfach die besten Lagen sind. Also das wären Grüß, also Lagenweine, wie man sie so schön bezeichnet. Nur sind nicht Einzellagen, sondern eben mehrere Lagen, die dann verschnitten werden. Und Isaras ist auch ein Fantasiename, der abgeleitet ist aus dem... Nein, Isaras war alte lateinische Namen von Isaac. Isaac heißt auf Italienisch Isarco, also unser Fluss. Und Isaras, das wäre der alte lateinische Name vom Fluss Isarco. Und auch dieser damals als Fantasie eingeführt, aber natürlich schon mit dem mit der Verbindung hier zum Isaac-Tal. Ja, ich frage deswegen, weil ich wusste das schon, Isarco, man sieht es ja auch hier. Ich bin nur deswegen drüber gestolpert, weil wir hier in München ja die Isar haben, dass er jetzt vom Namen her sehr ähnlich ist. Und deswegen wollte ich jetzt wissen, was der Ursprung ist, weil ich glaube, dass der Name der Isar leitet sich, meine ich, vom Keltischen ab und heißt die Wilde oder die Reißende. Deswegen hätte es mich jetzt interessiert, ob es da vielleicht lustigerweise da einen Zusammenhang gibt. Genau, wir haben heute
Die Selektionslinie, du hast das Etikett schon angesprochen. Also ich sehe, ihr verwendet für alle Abfüllungen jetzt zumindest ja eine Schlegelflasche, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, was ja schon den primärfruchtigen, schlanken, eleganten Charakter der Weine, glaube ich, unterstreichen sollte. Die Burgunderflasche wird dann meistens eher bei Holzfass ausgebauten Weißweinen genommen. Und ja, Wiedererkennungsmerkmal ist klar. Und auf dem Etikett, das ist auch die Klausenburg, oder? Das ist genau das Savione, das ist ein Kloster, genau, hier in Klausen. Für uns sehr wichtiges Landmark. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, das so als Corporate ein bisschen mitzunehmen. Ja. Mm-hmm. CI auf Neudeutsch, Corporate genau. Identity, genau. Super. Ja, wir fangen an mit dem Weißburgunder. Das ist der erste Wein, den wir verkosten. Was kannst du grundsätzlich aus Einleitung zu dem Wein ganz konkret sagen? Genau, also Weißburgunder machen wir nicht so viel, wie schon vorhin angedeutet, die wichtigeren Rebsorten für uns sind Silvaner und Kern und Veltliner, aber es gibt ihn, er wächst hauptsächlich im Süden des Eisacktals, also Richtung Bozen, dort haben wir Porphyr-Untergrund, die Höhe vom Weißburgunder ist zwischen 500 und 600 Meter, also hier sind wir nicht auf den höchsten Lagen und zum Gegensatz zu anderen Weißburgundern, glaube ich, in Südtirol, die in der Selektion ausgebaut oder entstehen, ist dieser Wein 100% im Edelstahl ausgebaut, weil der Grund dafür ist wirklich, wir wollen nicht einen typischen Südtiroler Weißburgunder hier kreieren oder irgendjemand versuchen zu kopieren oder nachzulaufen, sondern wir möchten einen Eisacktaler Stil hineinbringen. Und laut uns ist das mit einer neutralen Vinifikation, also in diesem Fall mit Edelstahl, natürlich besser. Somit bewahren wir natürlich den Rebsortencharakter besser und versuchen eben die Frucht etwas zu unterstützen und nicht unbedingt auf den Körper dann stark einzugehen. Ja, zur Farbe, also wie man es kennt vom Weißburgunder, ein eher blasses Zitronengelb, sehr klar. Ich denke mal, ganz normal auch filtriert und geschönt der Wein vermutlich. Genau. Und ja, die Nase, stahlig kann man schon sagen. Ich denke halt, Melone, Birne ist jetzt schon so ein bisschen die typische Burgundernase, wenn man es jetzt mit den Früchten bezeichnen möchte. Ich denke so Melone, Birne, aber schon auch ein bisschen eine grünere Aromatik. Weiß nicht, vielleicht grüner Apfel kann man sich sogar noch reindenken. Also was man schon riecht, ist auf jeden Fall eine sehr frische Note und eine straffe Säure kommt auch im Geruch schon durch. Und ich meine, das, was du schon gesagt hast, es wirkt sehr mineralig, es hat fast schon einen salzigen Touch. Es kann, ja, Meeresbrise, da fehlt mir jetzt dieses Algenmäßige. Also das hat es nicht, aber es ist schon... Ja, vielleicht so ein Salzbergwerk, wenn man da irgendwie so eine Führung im Salzbergwerk macht, wenn man so in der Sohle ist, da hat man oft so eine salzige Luft, da erinnert es für mich schon dran. Ne? Also sehr elegant, durchaus straffe Säure, fast, ich meine, ich bin absoluter Weißburgunder-Fan, ne? Weil ich sage immer, das ist zwar die kleine Schwester vom Grauburgunder, aber die Eleganz, die Säurebetontheit, das Fokussierte, das Straffe, das ist beim Grauburgunder einfach oft nicht so vorhanden. Und das ist das, was für mich der Weißburgunder auszeichnet. Und das macht der Wein perfekt, stellt er perfekt zur Schau. Also er ist schon straff, gar keine Frage, aber das ist, denke ich, das schon, was ihr auch einfach erreichen wollt. Ne? Genau, also... auch von den Säurewerten, also hier sind wir sicher höher als unsere Kollegen von anderen Gebieten in Südtirol. Wir sind hier bei knapp 7, haben natürlich aber auch Struktur. Wir haben Alkohol hier ist bei 14, also wir haben schon vollreife Trauben. Was wir hier natürlich, wir bewegen uns hier, ich sage immer, auf einer Grenze natürlich auch mit unserer Säure, aber das macht uns Spaß. Also wir sagen immer, wir sind ja ein kleines Gebiet, wir sind ein Nischengebiet und die Weine sollte man dann auch als Speisebegleiter dann jetzt sehen. Also wenn man die jetzt nur trinkt, ohne was zu essen, vielleicht auch etwas schon einige Stunden nach dem Frühstück, wo der Gaumen jetzt wirklich alles aufzieht, spürt man natürlich die Säure, was ja auch gut ist. Mhm. Aber wenn wir das jetzt dann zusammen mit dem Essen dann jetzt kombinieren, das Essen hat ja meistens auch einen Fettanteil, ob es jetzt Butter oder Öl ist oder was auch immer. Und die Säure natürlich hilft dann auch den Gaumen
oder über dieses Fettgefühl dann auch im Gaumen, also durch eben hauptsächlich Butter und Öl, die putzt das eben schön weg, nicht? Und macht den Wein dann, gibt dem die gewissen, den Trinkspaß, sage ich immer. Ja, ja. Man isst, dann trinkt man einen Schluck und dann fängt der Gaumen an, etwas Speichel zu bilden, weil klarerweise durch die Säure wird die Speichelbildung angeregt. Und das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich erreichen wollen, weil wenn die Speichelbildung angeregt wird, dann hat man so ein leicht salziges Gefühl am Gaumen. Und was macht man? Man trinkt einen zweiten Schluck, nicht? Weil man durch hat. Nicht? Und das ist auch das Ziel eigentlich von unserer Philosophie. Wir machen nicht Weine für die Weinführer, wir machen nicht Weine, um 100 Punkte zu bekommen. Dieser Stil der Weine tut sich natürlich schwer dort, weil dort wird immer nur wirklich eine kleine Kostprobe verkostet und dann wird auf Komplexität und Breite und alles geschaut. Wir machen Weine, wo ich immer sage, am Ende des Tages, wenn wir die Flasche aufmachen, sollte sie nach bei einer Speise als Begleitung, wenn man zu zweit dort sitzt, mit seinem Partner, Partnerin, egal, die Weinflasche sollte halt leer sein, nicht? Und leer sein, das heißt, man sollte halt schaffen können, 3, 3,5 Gläser zu trinken, nicht? Und auch in der Selektion, auch bei super konzentrierten Weinen sollte das möglich sein. Und das ist eigentlich genau die Philosophie, die sich bei uns durch die Weine ein bisschen zieht. Die sollen Spaß machen, die sollen trinkig sein, aber trotzdem eine gewisse Länge und Komplexität dann mitbringen. Ja, also jetzt, wenn man in die Südtiroler Küche denkt, jetzt von mir aus an Speckknödel oder auch an Schinken oder Speck an sich, wo man eben schon eine gewisse Fettigkeit mit dabei hat, da passt es einfach perfekt. Und die Salzigkeit harmoniert ja auch mit dem Speck, der ja auch oft eine gewisse Würze und Salzigkeit dabei hat. Aber da bringt er einfach auch genug Power mit, dagegen halt auch anzustinken. Ja, weil wenn du jetzt da einfach einen flachen, einfachen Wein hast und tust da einen geräucherten Speck daneben oder Specknödel mit Butter, da schmecken viele Weine halt einfach wie Wasser. Da brauchst du schon ein bisschen Power, da wo du eben auch gegen so eine würzige, kraftvolle Küche einfach auch ein bisschen dagegen anstinken kannst. Ja. Was mir gut fällt, ich habe auch noch so eine gewisse herbe Note. Ich denke da vielleicht so ein bisschen an Grapefruit ist jetzt so ein bisschen die Ecke. Aber was du einfach, was ich toll finde, was du auch beschrieben hast, ist schon eine gewisse Stoffigkeit auch im Mund. Man merkt, man hat einen schönen Grip. Und ist auch lang, ja, gar keine Frage. Und die 14%, ich muss es jetzt erwähnen, weil es ist, sage ich mal, schon überdurchschnittlich für einen Weißburgunder. Du hast es angesprochen, woher das rührt, einfach durch eure Sonnenexposition. Aber die merkt man ihm auch nicht an. Also man hat schon das Gefühl eines kraftvollen Weins, aber er ist jetzt in keiner Weise vom Alkohol dominiert oder irgendwie sprittig. Aber 14% ist auf jeden Fall für einen Weißburgunder schon eine Ansage. Ja, das ist immer wieder Thema, leider. Es wär feiner für uns, wenn wir den Alkohol nicht müssten am Etikett deklarieren. Das ist natürlich jetzt für die Konsumenten, die werden jetzt etwas lachen, weil natürlicherweise müssen wir das machen. Und ja, ja, das auch. Nur es gibt ja große Debatten rund ums Thema Alkohol. Ne? Die Leute sind immer oder schauen immer mehr, wie viel Alkohol der Wein hat. Da möchte ich nur jetzt einbringen, bei unseren Weinen, sie werden alle hoher Alkohol, das ist halt so, das würden wir anstreben, einen tieferen Alkohol zu haben, da müssten wir einen großen Kompromiss eingehen und diesen Kompromiss wollen wir nicht eingehen. Für uns ist phenolische Reife, es wird bis zur phenolischen Reife gewartet, dann wird geerntet und was rauskommt, kommt raus. Also das ist, bei uns ist der Alkohol wirklich nur ein Resultat, das wird dann analysiert, was rauskommt, schreiben wir am Etikett. Wichtig ist, wie du richtig gesagt hast, stört der Alkohol oder stört er nicht? Es gibt viele Weine, wo mit 12,5 Alkohol, auch der Alkohol, wo du den mehr schmeckst als hier. Ich sage, wenn der Wein gewisse Struktur hat, gewisse Komplexität hat, dann bringt er halt in diesen Gebieten, wie bei uns, bringt er halt eben auch Zucker mit und wir vergeben den trocken. 2 Gramm Restsüße, ne? Das ist vielleicht auch noch zu sagen, sehr trocken, warum trocken? Natürlich wäre er etwas lieblicher, dann hätten wir tieferen Alkohol, ne? Das ist ja klar. Dann müssten wir könnten wir die Gärung etwas früher stoppen. Dann hätten wir etwas weniger Alkohol, vielleicht etwas mehr Restsüße, aber dann würde der Wein eher runder werden. Wir wollen ja keinen runden Wein. Wir können gut damit leben, wenn er auch etwas spitz ist. Aber diese Mineralität, diese Salzigkeit verlierst du dann komplett. Und das möchten wir halt bewahren und dementsprechend vergären wir die Weine komplett durch. 2 Gramm, das ist das natürliche Resultat. Praktisch die Hefe hat es nicht mehr geschafft, weiterzuarbeiten, weil der Alkohol zu hoch geworden ist und zu wenig Zucker noch verfügbar. Dann hat die Gärung natürlich gestoppt. Und dementsprechend
Genau, haben uns alleine am Etikett, und sie haben auch de facto ein bisschen höheren Alkoholgehalt, aber ich glaube, sagen zu können, er ist sehr gut eingebunden und sicherlich nicht störend. Und bis zum Schluss, Wiener Küche, Alkohol ist auch ein Geschmacksträger, also es ist nicht nur Negatives beim Alkohol dabei, es ist auch ein Stimmungsgeber, das ist das andere, was positiv ist, aber es ist auch ein Geschmacksträger und dementsprechend, so wie der Butter oder das Öl, das Fett in der Küche auch nicht immer ganz gesund ist, aber es trägt halt dazu bei, dass das Gericht dann etwas besser wird und so ist es halt in unserem Fall auch beim Alkohol. Ja, was du halt ansprichst, ist einfach der Tendenz, der Club. Großer Trend einfach zu alkoholschwächeren Weinen. Das hat sie die letzten Jahre einfach ein bisschen beschleunigt auch noch. Aber ich muss sagen, ich bin da kein Freund davon. Es gibt einfach gewisse Regionen und Stilistiken. Ich meine, beim Châteauneuf du Pape oder sowas oder auch Amarone, da würde sich auch keiner am Alkohol stören. Ja, bringt einfach die Stilistik, die Region mit sich und das gehört einfach dazu, ja. Das wäre auch irgendwo, würde man es auch kastrieren, denke ich mir oft, ja. Und kein Genuss ohne Reue, sage ich auch immer ganz gerne. Also ich finde so ein bisschen, der Verzicht macht ja auch das Besondere dann letzten Endes aus, oder dass man es halt nicht in Unmengen einfach genießen kann. Man muss es halt einfach mit Sinn und Verstand machen. Und dann genießt man auch gerne und weiß es als was Besonderes schätzen. Das ist einfach das, was wie ich mit der Sache umgehe oder mich dem Alkohol letzten Endes dann sehr gerne näher. Der zweite Wein ist jetzt einer eurer Aushängeschilder, hast du gesagt. Wir machen mit den Silvaner weiter und das finde ich persönlich jetzt super spannend, weil meine Frau eine Fränkin ist und eine Würzburgerin und die natürlich auf ihren Silvaner gar nichts kommen lassen und gerne glauben, dass der Silvaner in Franken zu Hause ist. Und ich habe es aufgegeben, ich sagte nichts mehr dagegen, aber ich freue mich jetzt hier einfach einen Wein zu präsentieren, der das Gegenteil beweist. Genau, also er ist natürlich in Franken zu Hause und das können wir den Franken auch nicht abstreiten, ist ganz klar. Trotzdem gibt es Silvaner auch außerhalb von Franken nicht viel. Beispiel Elsass, auch etwas in Österreich und eben bei uns hier in Südtirol und im Südtirol wirklich spezifisch nur hier im Eisacktal. Also Silvaner ist für uns einer der, Klammer auf, Klammer zu, wir schreiben das mit Y, das ist bei uns historisch so geschrieben, weil ich glaube, in Franken wird hauptsächlich das normale Idon verwendet, wir schreiben mit Y, also wenn Sie Silvaner mit Y sehen, dann ist es leicht möglich, dass er eben aus Südtirol kommt. Lustigerweise, du hast eine Region in Deutschland vergessen, ist nämlich Rheinhessen. Da spielt das Silvaner nämlich auch eine große Rolle und ich glaube, dort ist das Y auch relativ weit verbreitet. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Dass Rheinhessen wichtig ist, wusste ich natürlich, aber dass die da mit Y schreiben. Ja. Genau, also Silvaner, eine der ältesten, also der historischen Rebsorten hier im Eisacktal. Also wie schon vorhin angedeutet, es war ja früher alles rot, dann kam es irgendwann zur Wende und man ist Richtung Weißwein gegangen und Silvaner ist jetzt mittlerweile über 100 Jahre schon hier im Eisacktal angebaut. Warum hat man sich eben Silvaner damals ausgesucht? Wie halt immer hat es dann auch Zufälle gegeben, dass diese Rebsorte hereingekommen ist, was aber Fakt ist, dass sie hier bei uns sehr gut funktioniert hat. Mhm. Die Kälteresistenz eben im Winter und auf diesen Hängen hat eben damals Chardonnay und Weißburgunder und Sauvignon hat nicht diese Qualität gebracht, ist auch nicht zu der Vollreife gekommen. Was man dann auch unter Vollreife damals versteht, weil heute natürlich ist es ganz was anderes als 100 Jahre zurück. Aber Silvaner hat sicher hier eine, will nicht sagen zweite Heimat, aber einen Ort gefunden, wo er sich sehr wohl fühlt. Von der Stilistik her, vom Wein, natürlich, wir vergleichen uns immer, das ist ja der Mensch will ja immer Vergleiche ziehen, damit er das auch einordnen kann. Natürlich können wir uns sehr schwer vergleichen mit den Silvanern aus Deutschland oder aus anderen Gebieten, aus dem Elsass. Weil natürlich, das ist ja ganz was anderes, wo wir hier sind. Wir sind südlich der Alpen. Wir haben zwar kontinentales Klima, aber trotzdem mit einem großen mediterranen Einfluss. Es ist durchschnittlich sehr viel wärmer hier bei uns, auch wenn wir höher sind, aber die Sonne, aber eben untertags, ist halt, es geht halt Richtung eben auch 30, 35 Grad. Der Boden ist ganz was anderes. Also ich sage, wir haben vielleicht überall dort, wo Silvaner angebaut wird, wir werden wahrscheinlich den leichtesten Boden haben, also am wenigsten Humusgehalt. Ich spreche jetzt von der Masse dann. Natürlich gibt es immer Ausnahmen in jeder Region, aber dementsprechend sind unsere Silvaner eher auf die Frucht betont. Das ist eben so wie beim Weißburgunder, hängt natürlich mit dem Boden zusammen, aber auch mit dem Klima. Große Tag-Nacht-Schwankungen, das haben wir natürlich, hier haben wir natürlich sehr viel.
wir haben das Kontinentale, was wir auch in Deutschland und Österreich und in Frankreich finden. Wir haben aber dazu den sehr warmen Einfluss eben des südlichen Windes und dementsprechend heizt sich das bei Tage etwas mehr auf. Nicht? Sivanovex bei uns auf mittleren Höhen. Mittlere Höhen für uns sind eben zwischen 550 und 700 Meter. Erlitt das nicht, wenn wir zu hoch gehen. Dort erreichen wir einfach diese phenolische Reife nicht und teilweise haben wir dann auch diese grünlichere Aromatik, was wir eigentlich nicht suchen. Sivano ist für uns ein Wein, wo wir schon schauen, dass wir schöne Frucht haben, ja, aber er kann ruhig auch etwas Blumiges haben, etwas so getrockneter Heu, so in diese Richtung, genau. Ja, von der Farbe her schon ein bisschen kräftiger wie der Weißburgunder gerade eben. Wie gesagt, das Etikett ähnelt sich bis auf die Erwähnung der Rebsorte, ist es eigentlich das Gleiche. Und auch die Rückseite her, ja, gleicher Alkoholgehalt, gleiche Ursprungsbezeichnung. Insofern unterscheiden sich da die Flaschen nicht weiter. Die Farbe, wie gesagt, ist ein bisschen intensiver, aber auch ganz klar und filtriert der Wein. Und in der Nase, ja, du hast es gesagt, es hat schon ein bisschen eine blumigere Note, wie man es jetzt vielleicht von Franken her kennt, wo es der klassische Spargelwein ist, also sprich sehr vegetabile Noten, grüne Aromatik. Aber was der große Unterschied zum Weißburgunder ist, und das denke ich ist schon ein Rebsortencharakter, ist halt schon eine gewisse Würzigkeit, ein bisschen eine Krautigkeit hat man da schon. Das ist einfach das, was ein Silvaner auszeichnet. Und ich finde es halt immer wichtig, dass man die Rebsortencharakteristik schön hervorarbeitet und auch wenn es jetzt ein anderer Stil ist, aber diese würzige Note, die der Silvaner einfach mit sich bringt, als großen Unterschied zum Riesling, die kommt hier eigentlich schon ganz gut zur Geltung. Ja, ein paar weiße Blüten kann man sich vorstellen, vielleicht so ein bisschen Holunder eben gepaart mit so einer krautigen Note. Wie habt denn ihr beschrieben, was habt ihr da für Aromen? Ja, also wir haben, was wir immer dazu noch geben, ist das Kräutrige, aber Richtung auch getrocknete Kräuter, also so Richtung ein bisschen Heu, also getrocknetes Gras. Es hängt dann immer natürlich ab, in welchem Evolutionsstadium wir den Wein trinken. Das ist jetzt ein 2019er, so wie auch der Weißburgunder, meiner Meinung nach perfekt trinkreif jetzt. Wenn er noch jünger ist, dann ist er eher noch ein bisschen in die frischere Stufe ein, dann hat er eher ein bisschen mehr Apfel, so ein Mix zwischen grün, aber auch schon gelber Apfel, so der golden, der klassische hier bei uns, kann auch leicht noch Pfirsich gehen, wenn er jung ist. Wenn er dann eben jetzt so trinkreif, laut mir jetzt gut trinkreif, dann kriegt er ein bisschen das Würzige, das Kräutige, wie du richtig das erwähnt hast und wie du auch richtig gesagt hast. Also vom Stil her ist es so ein Mix zwischen, eben wir haben nicht so das ganz Vegetative hier, aber das gefällt uns beim Silvaner eigentlich nicht so. Wir möchten eben den Silvaner wirklich so ins Blumige, Kräutrige erhalten und eben diese leichte Würzigkeit. Nicht so würzig wie dann der nächste Wein, der Veltliner, wo man natürlich diesen weißen Pfeffer, würde ich jetzt in der Beschreibung hier nicht verwenden, aber ja. Wir haben schon eine gewisse Würzigkeit, spicy fast schon, würde man sagen, nicht auch der Anhalt ist sehr lang, auch hier wieder sehr langer Wein, nicht so breit, aber lang, nicht? Und man schmeckt den Wein, ich habe den jetzt vor einer Minute den letzten Schluck und ich habe immer noch dieses Gefühl im Mund und eben ähnlich wie der Weißburgunder diese ja, Mineralik, wenn wir das so benennen dürfen, diese Salzigkeit, diese Saftigkeit, können wir das auch so umschreiben. Und das zeichnet eben auch unser Gebiet hier aus. Mhm. Ja, das ist schon so ein bisschen der rote Faden. Ne? Die Mineralität, diese Salzigkeit auch über die Rebsorten hinweg. Und das ist dieser rote Faden ist eben dann flankiert durch die Rebsorten typischen Aromata, wie man jetzt bei Weißburgunder hat, eben Birne, Melone. Und hier haben wir jetzt eben ein bisschen die Heustilistik, ja, passt ja auch gut so rein vom Bild her, kann man sich ganz gut vorstellen, wie man da auf so einer frisch gemähten Alm hockt mit Speck unterm Arm und den dann trinkt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann ganz gut aufgeht. Was er jetzt ein bisschen weniger hat wie der Weißburgunder, was ich spannend finde, weil ich hätte mit dem Weißburgunder gar nicht das so erwartet, ist diese Stoffigkeit der Extrakt. Der war jetzt für mich beim Weißburgunder noch höher. Also der, anders gesagt, der wirkt jetzt für mich runder, harmonischer, vielleicht mit ein bisschen höheren Trinkfluss. Und der, ich mag es aber beim Weißburgunder, der hatte diesen Grip so. Der hat schon nochmal
ja, eine ganz andere Stofflichkeit, finde ich, die mir sehr gut gefallen hat. Super. Was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, und das vielleicht erklärt auch genau das, was du gesagt hast, weil ich stimme mit dem 100% überein. Beim Silvana wird jetzt im Ausbau, also Weißburgunder war 100% Stahl, was eigentlich eher eine Ausnahme ist bei Selektionsweinen in Südtirol beim Weißburgunder, weil normal wird immer mit etwas Holz gearbeitet. Mhm. Hier beim Silvana haben wir etwas Holz mit dabei. Man schmeckt es nicht raus. Warum? Ja, es sind große Holzfässer, 15 Jahre alt, nicht gedostet. Also die sind wirklich neutral schon angekauft worden. In diesem Fall Akazie. Wir haben uns für Akazie entschieden, weil damals, als wir Holzfässer kauften, oder als Sie, ich war noch nicht in der Kellerei, Holzfässer gekauft haben für diese Sorten, sind sie eben auch nach Deutschland, aber hauptsächlich auch nach Österreich. Und dort ist eben auch teilweise die Akazie im Einsatz bei diesen Weinen, weil sie etwas süßlicher ist und nicht so, ja, für uns war einfach wichtig, dass das Holz nicht im Vordergrund steht. Also ich glaube, keiner würde sagen beim Reinriechen, dass dieser Wein wurde im Holz ausgebaut. Aber was die Stilistik anbelangt des Weines, also 50% der ganzen Masse reift, vergärt und reift im Holz. Und dort machen wir etwas Batonnage, also wir rühren die Hefen auf. Die Hefen geben diese gewisse Cremigkeit, auch wenn ich normalerweise bei unseren Weinen das Wort Cremigkeit nicht so gerne verwende, weil sie sind wirklich nicht cremig im Vergleich zu Chardonnay im Barrique, aber trotzdem etwas runder. Und ich glaube, das ist genau das, was du beschrieben hast. Weißburgunder wirkt etwas spitzer, etwas kantiger, etwas griffiger, auch am Gaumen, dementsprechend auch etwas intensiver. Der Silvaner wirkt fast etwas runder, fast etwas süßlicher, wobei, wenn man die analytischen Werte anschaut, hat Silvaner sogar leicht, also gleich viel, 6,9 jetzt, ne, zu 6,8 ist kein Unterschied Säure und hat Restzucker 1,9 und zu 2, also gleich viel. Ne. Also die gleichen analytischen Werte, aber wirkt für mich jetzt auch, wenn ich sagen müsste, wenn ich raten müsste, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass der Silvaner wahrscheinlich etwas mehr Restzucker hat und etwas weniger Säure als der Weißburgunder. Aber dann, wenn ich jetzt den technischen Weinbrief anschaue, dann ist das nicht so. Und ich würde das so interpretieren, dass es wirklich der Teil im Holz ist, wo wir Batonnage machen, die dem Wein einfach etwas mehr Cremigkeit oder mehr Rundheit dann vielleicht. Ja. Also ein bisschen ärgert es mich, dass ich nicht darauf gekommen bin, weil man hätte es ahnen können. Also mit ein bisschen Erfahrung und als Profi hätte man schon ahnen können, dass da im Keller ein bisschen was anders gemacht worden ist. Aber ich war jetzt auch geistig nicht so weit, dass ich da schon drüber nachgedacht habe. Aber was du einfach sagst, ist, der Wein wirkt einfach geschliffener und harmonischer. Und dieses harmonische, geschliffene ist einfach etwas, was man beim Ausbau im großen Holzfass einfach gerne hat. Und Batonnage, ich gebe dir da recht, das hat dann oft so eine Cremigkeit, die auch manchmal geschmacklich gar nicht groß zu unterscheiden ist von dem klassischen Eichenausbau. Da wird es oft schwierig, das ein bisschen auseinanderzuhalten. So eine Buttrigkeit hat man auch hier überhaupt gar nicht. Also es ist neutrales Holz. Ich denke mal, ihr werdet das auch mehrfach belegt haben, na, wenn es so große Fässer sind. Das sind ja meistens 15 Jahre alt, ja. Ja, genau, über mehrere Jahrzehnte hinweg verwendet man die, sodass da überhaupt kein Extrakt an Holzaromen mehr stattfindet. Aber die Mikrooxidation führt einfach zu einer vorweggenommenen Reifung, zu einer Abrundung. Geschliffenheit, finde ich, trifft es immer ganz gut. Und was letzten Endes in einer größeren Gefälligkeit mündet. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, ne? Genau. Gut, dann ein kleiner Rückschritt sozusagen, zumindest was Podcast-Thematik angeht, nämlich Österreich haben wir ja als deutschsprachiges Weinbauland bereits hinter uns gelassen und hatten da natürlich auch ausgiebig Grüner Veltliner besprochen und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt an dieser Stelle hier jetzt einfach weitermachen können und jetzt eben auch einen Gesprächspartner haben, der Grüner Veltliner in seinem Sortiment hat. Und ich glaube, das ist auch wieder relativ einzigartig für Südtirol, oder? Dass Grüner Veltliner angebaut wird. Genau, Grüner Veltliner gibt es sehr wenig. Gibt es nur exklusiv im Eisacktal. Also im Gegenzug zu Silvana und den anderen Sorten gibt es bei Grüner Veltliner gibt es gar nicht die Südtiroler Bezeichnung. Also außerhalb also Südtirol Duck Grüner Veltliner gibt es gar nicht. Es gibt Südtirol Duck Silvana, wird aber so gut wie nirgends angebaut. Aber Grüner Veltliner ist der einzige Wein, der wirklich nur die Unterzone Eisacktal, wo es nur die Unterzone Eisacktal gibt. Dementsprechend darf und kann er nur im Eisacktal angebaut werden und wird nur im Eisacktal angebaut. Das ist eine Rebsorte, die mittlerweile seit 30 Jahren bei uns hier ist. Eben zum Silvaner, der schon über 100 Jahre, eigentlich einer der neueren
Rebsorten, die wir importiert haben. Historisch am Etikett haben wir nur Veltliner geschrieben, also wir, nicht nur wir, sondern auch die Kollegen, die anderen Kollegen hier im Eisacktal, weil wir hatten den Frühroten mit importiert, also Frühroter Veltliner und den grünen Veltliner, die wurden im gemischten Satz angebaut, weil man nicht genau wusste noch, was ist jetzt das Richtige für uns. Der Frührote hat sich schnell herausgestellt, dass das ja mal für uns jetzt, ich möchte jetzt keinen beleidigen, der frühroten Veltliner hier Fan und den anbaut und ausbaut, aber für uns ist der grüne Veltliner die wertigere Rebsorte, mal auf jeden Fall hier im Eisacktal. Dementsprechend haben wir uns eigentlich entschieden, auf den grünen Veltliner zu setzen und haben seit 15 Jahren mittlerweile nur noch 100% grüner Veltliner. Und schreiben es auch am Etikett. Gleich vorweg, grüner Veltliner ist gleich ausgebaut wie der Silvaner, also komplett identisch. Wächst auch auf den ähnlichen Höhenlagen wie Silvaner, vielleicht etwas tiefer. Hier sind wir wirklich bei 500 bis 600 Meter. Grüner Veltliner ist bei uns in den wärmsten Lagen ausgepflanzt und in den tiefgründigsten Lagen, wie wir aus Österreich kennen. Wir haben diesen Lössboden sehr intensiv. Wir haben das natürlich nicht, aber wir versuchen schon grüne Veltliner dort anzupflanzen, wo wir einen gewissen Boden, der eine gewisse Struktur auch mitbringt. In der Ernte vielleicht noch zwei Worte, wenn ihr eh schon grüner Veltliner in Österreich hattet, dort vielleicht zwischendurch spricht man auch von mehreren Erntegängen, hauptsächlich in der Wachau, nicht, wo dann die Steinfeder, Federspiel und der Smaragdton getrennt werden. Das wird bei uns nicht gemacht. Also wir ernten alles in einmal. Was wir aber schon machen natürlich ist die Ertragsregulierung. Grüner Veltliner ist eine Rebsorte, die eigentlich sehr viel produziert. Bei uns hier werden in dieser Qualitätsstufe wird jede Traube geteilt. Das hängt davon ab. Also wir schneiden nicht nur gewisse Trauben runter und lassen eine gewisse Menge, sondern jede einzelne Traube wird dann zurecht gestutzt, möchte ich fast sagen. Manchmal ist es die Spitze, manchmal sind es die Achsen. Es ist wirklich, wie die Traube dann ausschaut, aber wir möchten die Traube einfach reduzieren und dementsprechend aufkonzentrieren, alles, was noch übrig bleibt, und dann ergibt es diesen Wein. Das Einzige, was ich noch vielleicht vorhin vergessen habe zu sagen, was das Eisacktal unterscheidet, oder jetzt, das passt jetzt ganz gut zu den Weinen, wenn wir natürlich Rebstücke haben, die auf 500 bis 1000 Meter sind, dann sind die Trauben kleiner als Trauben, die in der Talsohle wachsen. Also die ganze Traube ist kleiner, die Beeren sind kleiner und dementsprechend haben wir eine Konzentration der Aromatik. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Weine hier im Eisacktal so stark von der Primärfrucht auch leben und sehr intensiv aromatisch sind. Auch die neutralen Sorten werden hier manchmal in der Blindverkostung als leicht aromatisch bezeichnet. Und das, glaube ich, ist wirklich noch ein großer Unterschied, eben weil wir in der Höhe sind und dementsprechend die Früchte einfach kleiner sind und dementsprechend eine Konzentration haben. Das heißt, das Verhältnis von Traubenschale, also sprich Oberfläche zum Volumen, ist dann mehr zugunsten der Schale und damit kriegt man einfach auch mehr Phenole, mehr Aromastoffe, vielleicht auch mehr Farbpigmente, auch beim Weißwein einfach mit. Genau, richtig. Okay. Ja, der Wein, also ich habe auch einen leichten Grünstich in der Farbe, ansonsten ist er natürlich auch wieder klar. Und in der Nase, ich meine, es ist jetzt immer schwierig, sich davon freizumachen, wenn man schon weiß, was man im Glas hat. Das ist ja das Spannende immer bei Blindverkostungen, ja. Dass man, wie weit man dann daneben liegt. Aber was der jetzt natürlich schon hat, sind schon auch hier jetzt nochmal weiße Blüten. Und dieses Pfefferl ist jetzt nicht so pointiert, wie wir es jetzt in der Wachau gehabt haben. Aber so eine gewisse ätherische Note würde ich es vielleicht nennen, mit einer gewissen Schärfe durchaus auch in der Nase, lässt einen dann schon einfach an den Pfeffer einfach erinnern, auch wenn es jetzt nicht so vordergründig oder prägnant ist, wie wir es jetzt vielleicht in Österreich hatten. Ja. Aber auch hier wieder die Mineralik, die Salzigkeit ist auch hier wieder der rote Faden, gar keine Frage. Und auch hier wieder die Rebsortencharakteristik da schön herausgearbeitet und eingebunden, obwohl man jetzt eben versucht, eine Stilistik als kleinster gemeinsamer Nenner über alle Weine hinweg beizubehalten. Das ist ja das, was es eigentlich so spannend macht, ne? dass man, wo ich ja in vielen Seminaren gefragt werde, was zeichnet jetzt ein Rheingau-Riesling aus gegenüber ein Riesling von der Mosel? Ja, ist doch beides das Gleiche. Und dann habe ich die Schwankungen über die Hersteller hinweg und pipapo. Und es wird relativ schnell unübersichtlich, weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Aber ich finde jetzt euer Produktportfolio einfach sehr spannend, einfach mal auch zu demonstrieren.
was ein roter Faden ist, wo sich Gemeinsamkeiten in der Herstellerhandschrift letzten Endes niederschlagen und trotzdem hat man die Möglichkeit, quasi die Rebsorte irgendwie zu Wort kommen zu lassen, ohne dass man es mit der Kellertechnik oder auch der Art und Weise des Anbaus einfach niederbügelt, um nur eigene Handschrift zu haben. Das ist ja, glaube ich, irgendwo so die Gratwanderung, die man hat. Man möchte die Rebsorte herausstellen, man möchte eine eigene Handschrift haben und man möchte noch die Region irgendwie repräsentieren. Und in dem Dreieck bewegt man sich ja. Und das, finde ich, gelingt euch eigentlich insgesamt sehr gut. Ja, das freut mich, weil das wäre eigentlich genau das, was wir eigentlich versuchen zu machen. Also, wie du es richtig gesagt hast, nicht so würzig vielleicht, nicht so rauchig wie die Veltliner in Österreich, trotzdem irgendwo diesen weißen Pfeffer. Aber unser Veltliner, also in der Beschreibung, normalerweise auch in den Blindverkostungen, werden die Weine eher mit fruchtig würzig, also fruchtig und dann würzig beschrieben. In der Wachau oder in Österreich fängt man auch teilweise schon mit würzig an, also würzig-fruchtig, nicht, um nur zu sagen, also wir haben schon diese gewisse Würze, die einfach die Rebsorte mitbringt, aber eben eher auf die Frucht ausgebaut, weil wir haben leichtere Böden, wir haben größere Tag-Nacht-Unterschiede und wir haben dieses klassische ja, Eisachtaler Stilistik, also wir haben einen schönen fruchtigen Wein. Die Würzigkeit kommt hier, so wie beim Riesling auch, das Petrol erst mit Reifung, also wenn wir diesen Wein 3, 4, 5 Jahre lassen, dann wird er natürlich eher, dann wird dieser weiße Pfeffer oder diese fast Rauchigkeit noch unterstützt. Wir verlieren natürlich die Primärfrucht, wie es normal ist bei einer Reife dann in der Flasche. Und eben, ich glaube, unsere Veltliner ähneln eher an österreichische Veltliner, wenn man sie wirklich nach 4, 5 Jahren öffnet. Jung getrunken, also relativ jung, 2019 auch dieser Jahrgang, sind sie eben schön frisch, schön fruchtig, haben natürlich schon den Rebsortencharakter, aber es ist auch richtig so und das ist auch genau unsere Philosophie. Wir wollen auch hier nicht jemanden kopieren. Wir wissen, dass wir mit unserem grünen Veltliner sicherlich keine Furore machen werden, aber das ist auch gut so. Es soll ein typischer Wein vom Eisacktal sein. Wer das liebt, gerne. Und wer natürlich die andere Stilistik lieber hat, der soll sich dann weiterhin bei seinen Winzern in Österreich dann bedienen. Aber das ist auch uns auch sehr wichtig. Also wir wollen niemandem nachlaufen. Das fänden wir sehr schade, weil dann hätten wir am Ende des Tages von jeder Rebsorte mehr oder weniger die gleiche Stilistik. Das gilt ja bei Sauvignon, das gilt bei Blauburgunder oder Spätburgunder. Das gilt ja für viele Sachen. Nicht? Also Spätburgunder ist so ein Thema, zum Beispiel Deutschland schmeckt mir persönlich ja sehr gut. Nicht? Also ich suchte genau das. Wenn Deutschland morgen Spätburgunder macht wie in Burgund, dann hat meiner Meinung nach hat das keinen Sinn, weil das braucht nicht, haben wir ja schon. Und wie willst du Burgund überholen mit Spätburgunder? Nicht? Mit derselben Stilistik. Wenn du aber Spätburgunder mit deiner Stilistik machst, oder in diesem Fall, wir machen Veltliner in unserer Stilistik, dann geht es nicht um Überholen oder was ist besser, dann geht es einfach nur, welche Richtung schmeckt mir besser, in welcher Stilistik fühle ich mich zu Hause. Und wenn ein Konsument hier im Eisachtal etliche Weine getrunken hat und sagt, mir schmeckt das eigentlich, dann kann er auch bei uns einen grünen Veltliner probieren und weiß schon, auf was er sich einlässt. Nicht? Und das ist für uns einfach wichtig, wie du es vorhin gesagt hast, der Rebsortencharakter soll rauskommen, aber noch viel wichtiger ist eigentlich die Region und die Stilistik des Gebietes. Ich sage immer, wenn du bei uns, wir haben 9 Weine im Aristos-Segment, wenn du 3, 4 probiert hast, dann kannst du dir theoretisch schon die anderen 4, 5, die noch übrig bleiben, im Kopf schon vorstellen. Und dann kannst du die probieren und wenn das halbwegs übereinstimmt, dann haben wir unsere Hausaufgaben gut gemacht. Ja, im Abgang, muss ich sagen, kommt diese Pfeffrigkeit nochmal sehr stark hervor. Also nicht jetzt übertrieben stark oder unangenehm, aber da zeigt sich nochmal das Pfefferl sehr prägnant. Ich hatte in den Österreich-Folgen sehr viele grüne Veltliner probiert und also mit der Wachau hat es nichts zu tun, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich hatte zum Beispiel auch mit ein Interview mit der Marion Ebner-Ebenauer aus dem Waldviertel, die auch ein bisschen so in die Burgunder-Richtung geht und auch grüner Veltliner auch macht. Und da würde ich es jetzt eher einfach verordnen. Und der war jetzt aber auch ähnlich wie der Silvaner auch in den Akazienfässern. Genau, der ist gleich wie der Silvaner, 50% im Großen. Also groß sind 33 Hektar, also 3.300 Liter Fässer, genau. Okay, ja. Genau. Also das, denke ich, merkt man hier auch wieder, dass es einfach den geschliffenen, etwas gereiften Charakter hat und hinten raus ist der grüne Veltliner dann einfach, zeigt er schon sehr stark seine Handschrift und was ihn ja auch auszeichnet. Und ich sage immer so, grüner Veltliner wird halt,
Weißwein, auch Spargelwein etc. pp. Aber zu einem weißen Schnitzel, also Kalbfleisch von mir aus, oder auch Schweineschnitzel mit einer Madagaskar-Soße, also mit so grünen Pfeffersoße, finde ich, das passt es einfach immer sehr, sehr gut. Und da sieht man einfach, dass das kräftige Weißweine mit einer prägnanten Säure einfach auch zu hellem Fleisch passt, wo man auch eine deftige Soße mit dazu hat, so eine creamy Soße, ja, so ein Gravy, wie man es in England oder USA gern hat. Da passt halt sowas einfach wirklich sehr gut, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Da geht die Säure in das Fett rein und macht dann in der Kombination doppelt so viel Spaß wie die Einzelteile für sich alleine. Also auch ein sehr guter Essensbegleiter für durchaus deftige Speisen, die vielleicht auch schon eine eigene Pfeffrigkeit mitbringen. Da kann ich mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr gut harmoniert. Gut, dann kommen wir jetzt zu eurem Aushängeschild, hätte ich jetzt gesagt, oder wie würdest du es bezeichnen? Ja, also in den letzten Jahren sicherlich, also für uns mittlerweile wichtigster Wein der Kellerei. Wir sprechen vom Kärntner. Kärntner, klarerweise deutsche Rebsorte. Ich glaube, brauche ich hier an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich wiederhole es aber trotzdem gerne, weil es für uns einfach wichtig ist. Kärntner ist eine Kreuzung aus Riesling und Trollinger. Nicht? Wir sagen vernascht dazu. Warum sage ich das oder unterstreiche ich das? Weil ich glaube, dass bei uns ein Kärntner eben der Vater oder die Mutter, wie man es betiteln will, der Riesling, eigentlich sehr stark durchkommt. Also Kärntner gibt es im Eisachtal seit mittlerweile auch 35, 40 Jahre, also auch noch nicht ganz lange. Er hat aber hier, glaube ich, im Gegensatz zu Grüner Veltliner und Silvaner, wo es außerhalb von Südtirol natürlich sehr Top-Betriebe gibt und wie schon vorhin gesagt, vom Renommee her sicherlich über uns steht, glauben wir beim Kärntner, fühlt sich der Kärntner vielleicht hier bei uns sogar wohler als dort, wo bis jetzt angepflanzt wurde. Warum ist das so oder warum könnte das so sein? Ich glaube, also Kärntner wird bei uns auf den höchsten Lagen gepflanzt, also dieser Kärntner wächst auf 900 bis 970 Meter. Es ist eine sehr hohe Lage, sehr tiefe Erträge, sehr karge Böden. Hier haben wir sehr wenig Humus. Dementsprechend die Pflanze produziert sehr kleine Trauben. Dasselbe, was ich vorhin schon gesagt habe, Kärntner ist ja eine Rebsorte, so wie Müller-Thurgau oder so wie der Vernatsch. Wenn wir wollen, Müller-Thurgau ja auch eine Kreuzung mit Riesling und einem Partner, Madeleine Royale. Nicht? Also man dachte zwar lange Silvaner, aber heute weiß man, Müller ist Riesling, Madeleine Royale, sind ja alles Rebsorten, die gepflanzt wurden oder die gekreuzt wurden, sind hauptsächlich auch, um natürlich eine neue Rebsorte zu entstehen zu lassen, aber um einen gewissen Ertrag auch zu garantieren. Das sind Rebsorten, Müller und Kärntner und Vernatsch, Trollinger, die machen sehr hohen Ertrag. Ja, Bacchus nicht zu vergessen. Bacchus, genau. Die man macht aber natürlich bei hohem Ertrag, bei jeder Rebsorte, auch der Grüne Veltliner, wenn wir wollen, macht einen hohen Ertrag. Nur bei hohem Ertrag natürlich mache ich halt Basisqualitäten. Ich verliere natürlich die Aromatik, ich verliere die Phenole. Und wir haben halt versucht, den Ertrag hier zu reduzieren, nicht die zwei Drittel der Trauben am Boden zu schneiden, weil wir glauben, das ist nicht der Weg. Also man kann nicht einfach sagen, jetzt gehen wir raus und einen Rebstock, der 20.000 Kilogramm produziert in der Ebene, ich schneide einfach 15.000 Kilogramm runter, dann habe ich noch 5.000 Kilogramm, dann mache ich einen super Wein. So funktioniert es in der Natur eben leider nicht. Es muss eine gewisse Balance entstehen im Rebstock. Es fängt beim Rebschnitt an. Und dann eben den Ertrag zu reduzieren, gehen wir halt sehr hoch. Nicht? Also desto höher wir gehen, desto karger sind die Böden und desto kleiner werden die Trauben, desto kleiner werden die Beeren. Und hier haben wir wirklich Trauben, die eher an einem Chardonnay in Burgund erinnern, von der Größe her und auch von den einzelnen Beeren, als an einem Müller-Thurgau oder Kärntner, wie er eben in Zonen wächst, wo es etwas flacher und tiefgründiger ist. Dementsprechend der Wein, sehr tiefer Ertrag und er bekommt diesen eigenständigen Charakter. Ich sage immer, da kommt halt eben der Riesling auch durch, wobei er ist viel fruchtiger als Riesling. Also er hat meiner Meinung nach diese Fruchtaromen, aber den Wein, das ich dich jetzt beschreibe, ich wollte eigentlich nur sagen, wächst auf sehr hohen Lagen, sehr karge Böden, sehr tiefe Erträge für Kärntner. Also hier machen wir 50, 55 oder auch weniger, 45 Hektoliter pro Hektar. Bei einer Dichte von 7.000 Stöcken, das haben wir bis jetzt noch nie gesagt, wir haben aber auch nie von Erträgen gesprochen, also wir sind sehr tief mit den Erträgen, wobei ich immer dann wieder unterstreiche, wir haben aber eine sehr hohe Pflanzendichte.
das potenziert es ja nochmal. Nicht? Weil wenn ich 45 Hektoliter bei 7.000 Stücke mache, ist das was anderes als 45.000 Hektoliter bei 2.000 Stücken. Eben bei uns alles steil, also sehr eng gepflanzt. Man muss nicht mit dem Traktor durch, sondern nur zu Fuß. Und dementsprechend eine sehr hohe Stückanzahl. Eben Wein, sehr intensiv. Und dann, aber wie gesagt, ich will das nicht vorwegnehmen, ich lasse die Weinbeschreibung jetzt nicht machen. Zwei Sachen wollte ich noch ergänzen, weil ich im ersten Moment geht es mir auch selber immer noch so, wenn wir als Experten von der Traube sprechen, dann meinen wir den ganzen Henkel und nicht die Beere, weil du vorher noch vom Traubenteilen gesprochen hast. Da hatte ich, muss ich gestehen, im ersten Moment, mein erstes Bild war, es schneidet jemand eine Beere durch. Das ist natürlich Quatsch. Die Traube ist quasi der ganze Henkel mit den ganzen Beeren dran und was man da einfach macht, ist unten die Spitze abschneiden. Das heißt, man nimmt von dieser Traube ein Drittel, ein Viertel der Beeren weg und damit wird die Extraktion gesteigert. Es hockt also niemand da mit einem Messer und schneidet einzelne Beeren durch. Das nochmal der Vollständigkeit halber. Für uns ist das natürlich, wir sagen überhaupt immer Umgangssprache, ist das bei uns klar. Es gibt aber, ich glaube, gibt es überhaupt eine genaue Bezeichnung für, eben Traube ist für uns das Stielgerüst mit allen Beeren, nicht? Also genau. Die ganze. Und dann das andere sind bei uns die Beeren, nicht? Die einzelnen Beeren oder Traubenkerne, wie wir das halt nennen wollen. Nicht? Die Kerne sind dann, okay, die Kerne, aber die Beeren. Und eben, ich sage immer Traube und gehe davon aus, dass das nicht alle verstehen, aber danke, dass du das nochmal hier angeführt hast, weil sonst glauben die, die machen hier, die operieren hier direkt am offenen Stück. Genau. Ja, also der Wein, farblich auch wieder ein blasses Zitronengelb, natürlich auch klar, ganz insofern normal filtriert, würde ich sagen. Und in der Nase, ja. Du hast gesagt, der Riesling kommt durch, das stimmt. Was da durchschlägt, ist letzten Endes diese Aprikosennote. Und mich erinnert es jetzt nicht so an frische Aprikose, sondern eher ist jetzt keine Schleichwerbung, aber es von Haribo gibt es diese Aprikosenstücke. Also es hat schon was sehr Süßliches. Ich möchte jetzt nicht sagen Gummibärchen, weil das immer sehr negativ behaftet ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr süßliche Aprikose, die vielleicht ein bisschen Trockenfrüchte ist in die Richtung und das gepaart einfach auch mit so einer, ja, schon auch wieder so einer Knackigkeit, die halt vielleicht so ein bisschen an Apfel erinnert. Aber ich finde eben diese süßliche Aprikose, das ist einfach das, was jetzt den Wein auszeichnet. In der Nase ist er jetzt so, was man vorhin bei den ersten dreien hatten, was die Säure angeht, vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Da kommt vielleicht zum Tragen, dass eben dieser süßliche Geruchseindruck auch in der Nase die Säure ein bisschen abmildert oder kompensiert ein Stück weit. Das heißt, er wirkt jetzt nicht so ganz so spitz und stahlig wie jetzt vielleicht die ersten drei. Ja, ist schwierig zu beschreiben. Also ich muss sagen, ich habe mit Kerner relativ wenig am Hut gehabt. In Deutschland spielt es auch kaum mehr eine Rolle. Ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, die Rebsorte. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, du hast das schon angesprochen, mit diesen ganzen Neuzüchtungen, Müller-Thurgau, Bacchus etc., was ja auch so Brot- und Butter-Rebsorten waren, weil man einfach den Bedarf gerade in der Nachkriegszeit einfach durch große Produktionsmengen mit kühlem, schlechten, marginalem Wetter einfach sicherstellen wollte. Da war das einfach keine Frage von Qualität oder Selbstverwirklichung, wenn man es jetzt mal ein bisschen gespinnert ausdrücken möchte, sondern es war einfach Bedarf da an Masse. Und da hat man sich zum Glück jetzt davon verabschiedet, aber die Rebsorten waren eben so gezüchtet, dass sie den Bedarf decken konnten. Da ging es nicht in erster Linie um Qualitätsmaximierung. Und da schließt sich für mich der Kreis, wenn ich heute Müller-Thurgau probiere, dann muss man einfach sagen, sei es zum Beispiel der Winzerhof Stahl aus Franken, extrem gute Müller-Thurgau, aber auch vom Bodensee zum Beispiel, Schloss Salem macht hervorragenden Müller-Thurgau, hat gar nichts mehr mit der Massenproduktion zu tun. Oder jetzt, wenn wir in Südtirol zurückgehen, der Feldmarschall von Tenner vom Turmhof ist für mich der Ausnahme Müller-Thurgau, was einfach oft für mich das Paradebeispiel ist, dass auch Rebsorten, die möglicherweise ein
geringeres Qualitätspotenzial haben, aber bei der richtigen Handhabung und bei der richtigen Ertragsbegrenzung auch sehr, sehr in Hochform auflaufen können. Also es ist nicht eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Qualitätspotenzial und was am Ende rauskommt, auch wenn jetzt Müller-Thurgau vielleicht nie in den Ruf kommen wird, so eine Ausnahmerebsorte zu sein wie jetzt Riesling. Und hier ist es, denke ich, ein Stück weit ähnlich. Kärner ist eine unbekannte Rebsorte. Wir hatten jetzt die Gründe der Kreuzung schon besprochen. Aber wenn man jetzt hier reinriecht, dann ist es schon eine ausdrucksstarke Rebsorte, die fast schon einen gewissen Bouquet-Charakter hat. Ich weiß nicht, wie ihr die einordnet, ob das jetzt eher eine neutrale oder halbaromatische Rebsorte ist oder ob die schon Richtung Bouquet-Rebsorte ist, aber es wirkt schon sehr primärfruchtig, sehr intensiv einfach, was sich jetzt schon unterscheidet von den ersten drei, die wir hatten. Genau, also ich sage, also für uns ist Kärner wirklich schon Richtung Bouquet-Sorte, nicht auf Niveau von Sauvignon und Gewürztraminer, aber gleich darunter. Also auf jeden Fall schon recht aromatisch, genau. Mhm. Und er hat jetzt im Abgang interessanterweise schon so einen leichten Muscatella-Ton, finde ich. Er hat schon so diese Spannungsfeld zwischen einer gewissen Herbe, so einer, ich weiß nicht, Wachsigkeit, würde ich vielleicht sagen, gepaart mit so einer sehr süßlichen Frucht. Das macht schon spannend. Ist aber auch trocken ausgebaut, nehme ich an. Trocken ausgebaut, ja. Genau. Die analytischen Werte hier sind ähnlich. Wir sind bei 7,1 Säure und 2,4 Zucker. Etwas höherer Zucker, aber hier sind wir auch etwas höher im Alkohol noch. Mhm. Dementsprechend hat die Gärung halt dann etwas früher dann aufgehört. Aber wie du richtig sagst, er hat das Süßliche, er hat die Frucht, Pfirsich, Marille, das Steinobst generell. Er hat aber auch diesen süßlichen Charakter, der eigentlich bei den Konsumenten oder bei unseren Kunden, muss ich sagen, die unseren Kärner Leben sehr gut ankommt. Es ist ein Wein, der auch alleine für sich, und das vielleicht ist auch ein Grund seines Erfolges, du weißt ja, oder wir wissen ja alle, man braucht ja einen eigenständigen Charakter, weil Weine gibt es sehr viele und es gibt sehr viele gute Weine und es braucht Weine, wo sich die Leute dann auch wieder erinnern, beziehungsweise wo sie sagen, das ist was eigentlich neu für mich ist. Und ich glaube, genau das ist ein Grund dafür, dass Kärner mittlerweile der bestverkaufteste Wein für unsere Kellerei ist. Wir machen Kärner Classic, haben wir fast 200.000 Flaschen. Von diesem hier machen wir 30.000 Flaschen, also das haben wir noch nicht gesagt. Also unsere Aristos-Weine sind eigentlich sehr limitiert. 30.000 ist die höchste Produktion, dann geht es runter bis 5.000, also alles liegt irgendwo hier inzwischen. Und das, ich mache ja viele Verkostungen bei Kunden, bei Messen und so weiter. Am Ende des Tages frage ich natürlich immer, welcher Wein hat dir am besten geschmeckt? Wohl wissend, dass es eine subjektive Frage ist, weil das ist ja klar, jeder hat seine Meinung, aber sehr auffallend, dass eben sehr viele sagen, der Kärner hat sie sehr positiv überrascht und das ist was Neues und das bleibt denen dann natürlich auch in Erinnerung, weil die anderen Weine sind alle gut, aber das ist was man eben nicht jeden Tag trinkt und das ist genau das, was einem auch ein bisschen einzigartig macht, nicht? Die Leute sind auf der Suche nach Einzigartigkeit und ich glaube, dass Kärner in dieser Stilistik schwer nachzuahmen ist, weil wir gut sind und weil wir besser sind als andere. Wir haben halt dieses Gebiet und in diesem Gebiet wird Kärner so. Und zeigen dir andere Gebiete, wo du auf 900 Meter mit unseren Temperaturschwankungen und unserem Boden bist. Nicht? Also es gibt bessere und schlechtere, alles gut, aber dasselbe wirst du nicht mehr finden. Chardonnay oder diese klassischen Sorten, Sauvignon, gibt es tausende und sehr viele ähnliche Stilistik. Dann sagt der eine, mein Sauvignon ist wie von der von der Loire und der andere ist wie von Neuseeland und der andere ist so. Bei uns, das ist auch zugleich ein Nachteil, wir können uns nicht vergleichen. Also wie schmeckt dieser Kärner? Ich kann nicht sagen, dieser Kärner schmeckt wie der Kärner von irgendwo, weil ich habe noch nie und ich finde leider, wir möchten immer wieder, weil das ja für uns ein wichtiger Wein ist, auch Vergleichsverkostungen machen, aber es gibt halt keinen oder ganz, ganz wenige Kerne in einem Qualitätssegment, die wir können einfach hier dagegen stellen, um einfach die Stilistik zu vergleichen. Ich spreche nicht von Qualität, ne? Aber in dieser Konzentration findet man die halt nicht. Ja, ja, das ist natürlich spannend, weil von diesen ganzen Mengen Rebsorten, was ja deren Ruf letzten Endes ruiniert hat, war ja auch häufig die Restsüße, also mit der Restsüße, wo sie ausgebaut worden sind, die war ja, das Minitekel des deutschen Weins war ja häufig, dass es einfach restsüß gemacht worden ist und damit die Qualität drunter gelitten hat. Da tun wir uns ja heute noch zum Teil schwer von dieser
von diesem Eindruck oder von, von diesem Ruf ein bisschen zu befreien. Gerade im Ausland, im Inland ist das mittlerweile ganz anders. Da reden alle nur noch von Kabi, aber in der ausländischen Wahrnehmung, gerade jetzt in Amerika, haftet uns das schon noch nach, dass wir hauptsächlich restsüße Weine machen. Und das liegt eben daran, dass gerade diese Massenrebsorten oft restsüß ausgebaut worden sind. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der Scheurebe, dass die heutzutage auch häufiger trocken ausgebaut wird und diese Rebsorten einfach zu einer ganz anderen Stilistik und auch neuen Qualität auflaufen. Und ich finde, das gilt jetzt auch hier. Also wenn ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, dass der Wein hinten raus so einen leichten Muscatella-Ton hinten raus hat. Aber den Wein jetzt, wenn ich mir den halbtrocken vorstelle, was früher gang und gäbe war, würde er überhaupt nicht mehr funktionieren oder auch in ein modernes Geschmacksprofil passen, weil einfach es dann zu breit, zu barock, zu voluminös, zu ungeschliffen, zu ausdruckslos einfach wird, weil einfach die Rebsorte an sich schon diesen süßlichen Geschmackseindruck hinterlässt, von der Aromatik her. Hinzu kommt noch der hohe Alkohol, der auch immer noch die Süßlichkeit ein bisschen unterstreicht, geschmacklich. Und wenn ich dann noch mit zu viel Restzucker mache, dann habe ich am Schluss irgendwie eine Limo oder eine Brause, die vielleicht süffig ist und Spaß macht und die Leute bedudelt, aber im Prinzip mangelt es einfach an Ausdrucksstärke. Ja. Genau. Super. Sehe ich genauso. Klasse Wein. Kann ich nachvollziehen, dass der gut ankommt. Ja. Das Spannende hier, wenn man den Wein dann lässt, 3, 4, 5, 6 Jahre, dann kommt dort immer mehr. Eben als ich vorhin gesagt habe, Endel Riesling, habe ich natürlich gemeint, die Steinfrucht vom Riesling. Klar. Ja, ja. Auch wenn man diesen Wein 3, 4, 5 Jahre lassen und in einer Blindverkostung dann, wurde er schon öfter als Riesling dann betitelt. Er verliert natürlich diese Primärfrucht, von der er momentan lebt. Das ist halt der Wein, der von der Primärfrucht lebt. Übrig bleibt dann diese Feuerstein-Aromatik, geht Richtung auch bis hin zu Petrol. Und was dann natürlich, wenn einer in der Blindverkostung reinriecht und Petrol hat, dann geht man automatisch auf Riesling, dann ist man gepolt und dann kommt man auch schwer wieder weg. Nicht? Weil es gibt wenige Rebsorten, die richtig nach Petrol gehen, neben Riesling. Nicht? Und das macht ihn auch spannend in der Reifung. Ist vielleicht nicht der Wein, der das höchste Reifepotenzial hat von all unseren Weinen. Dort würde ich vielleicht andere bevorzugen. Aber sicherlich ein Wein, der auch nach 5, 6 Jahren sehr spannend ist. Und das haben wir auch gerne schon mit 15 Jahren, die noch sehr, sehr interessant waren. Natürlich nicht mehr als Kerner. Aber das ist immer nicht, wenn wir Weine haben nach 15, 20 Jahren. Die Rebsorte wird dann in den Hintergrund gerückt, dort ist zu schauen, hat das überstanden oder nicht und was ist übrig. Und klarerweise, die Primärfrucht ist nicht mehr übrig. Nicht? Und meistens geht es dann halt in die Substanz, in die Säure, in die Mineralik, was halt dann übrig bleibt. Nicht? Und beim Kerner halt eben genau dieses Feuerstein-Petrol übrig, was dann an einen Riesling dann erinnern lässt. Ja. Wo bewegen wir uns denn bei den Weinen preislich, um den Kunden oder Hörern auch mal ein Gefühl zu geben, wo wir da preislich angesiedelt sind? Genau, also wir sind hier ab Hof oder grundsätzlich in den Online-Stores und auch in Deutschland zwischen 15 und 18 Euro. Okay. Das ist unsere Selektionslinie, die klassische finden Sie bei uns zwischen 9 und 12 Euro ist diese angesiedelt und diese Linie eben zwischen 15 und 18 Euro. Ja, also ich finde jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist ja das, was es am Ende des Tages immer geht, finde ich überaus angemessen. Also ich denke mal in der Blindverkostung, aber das werdet ihr schon öfters gehört haben, wird sich der auch sicherlich alle vier Weine sehr gut einordnen lassen, auch noch in höherpreisigen Weinen. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch die gesellschaftliche Verantwortung eures Betriebs herausgestellt und ich meine, es wird alles immer irgendwie teurer, aber wie ist so eure Preisvorstellung? Strebt ihr eher danach, jetzt sage ich mal, die Preise stabil zu behalten, um einfach die Kundschaft auch irgendwie zu halten, oder habt ihr die Ambition, durchaus auch vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr zu verlangen? Ja, wir möchten sympathisch bleiben als Betrieb. Das ist wichtig, weil wir sehen uns wirklich nicht als die Großen. Wir verkaufen nur Marketing und Marke und wir möchten nicht in diese Kategorie dann eingestuft werden, wo die Leute dann sagen, ja, hier zahlst du nur noch den Namen, weil der Wein ist nicht wert. Mhm. Ich glaube aber, mit dieser Qualität, die wir im Glas haben, können wir oder in der Flasche haben,
können wir auch noch leicht wachsen. Für uns ist natürlich schon wichtig, eben das nochmal zu unterstreichen, Genossenschaft. Wenn wir mit dem Preis nach oben fahren, dann verdient nicht der Geschäftsführer und der Kellermeister mehr. Wir verdienen immer gleich viel. Klar, wenn der Betrieb gut läuft, dann geht der Geschäftsführer und der Kellermeister vielleicht etwas mehr Gehalt. Das ist klar. Aber das ist jetzt nicht 1:1, korreliert nicht mit dem Verkaufspreis der Flaschen. Wenn wir natürlich von unseren Mitgliedern abverlangen, diese ganze Arbeit, dann am Ende des Tages sagt das Mitglied, ich mache das, ja, große Mühe, aber du musst mir das auch bezahlen. Und damit ich das bezahlen kann, muss ich halt auch was verdienen. Und das ist schon die Antwort natürlich. Und auch jetzt in dieser Situation, leider sind wir gezwungen, wahrscheinlich auch mit den Preisen mindestens leicht anzupassen, weil es wird alles teurer für uns, die ganzen Rohstoffe momentan, aber das wird sich einpendeln, also das wird meiner Meinung nach jetzt noch ein Jahr dauern und dann wird sich der Markt wieder irgendwo hoffentlich stabilisieren, aber natürlich mit der Selektionslinie, also hier im Aristo-Segment, wo wir wirklich nur ja, die Spitze ansprechen möchten, Leute, die auch verstehen und die verstehen, wie das produziert wird, und ich glaube, die verstehen auch, wenn eine Flasche Wein nicht mehr 17, sondern 20 Euro kostet und die sind auch noch bereit, das zu bezahlen. Im klassischen Segment möchten wir ungefähr diesen Preis halten, wenn wir es irgendwie schaffen, damit wir auch für die breite Masse einen Einstieg bieten können. Und auch hier, eben wie ich gesagt habe, wollen wir auch sympathisch bleiben und uns nicht hier abheben. In der Selektion nach oben natürlich bei einzelnen Weinen ist ja alles offen. Und aus marketingtechnischen Gründen, das klingt jetzt hart, aber leider braucht es auch Weine, die auch was kosten, um auch wahrgenommen zu werden in einem gewissen Qualitätssegment. Weil wäre einer von diesen Weinen jetzt der beste Wein in Südtirol und würde er 15 Euro kosten, dann würde er niemals als bester Wein von Südtirol so bewertet werden oder überhaupt auffallen. Wenn der Wein aber 50 Euro kostet, der gleiche Wein, dann würde er zumindest auffallen und wäre dann in dieser Kategorie dann überhaupt erst mitverkostet worden und dementsprechend hätte er seine Aufmerksamkeit erhalten. Ich mache die Summe, also wir versuchen die Qualität laufend zu steigern. In der Selektion möchten wir auch noch etwas mehr rausholen, damit wir unseren Bauern auch dementsprechend das bezahlen können. Momentan sind die Bauern in Vorleistung, wie du richtig gesagt hast, für 15, 18 Euro scheint dich als Leistung sehr gut, beziehungsweise ich sage auch fast günstig für das, was du hier bekommst, wenn du alles siehst und weißt und die Handarbeit und die tiefen Erträge und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, das braucht natürlich Zeit. Wir müssen ein bisschen Marke aufbauen noch. In der Selektion möchten wir uns ein bisschen nach oben bewegen und in der klassischen möchten wir versuchen, als Einstieg, wobei ich weiß, im deutschsprachigen Raum 10 Euro ist eh schon gehoben, aber bei uns natürlich unter 10 Euro, das schaffen wir nicht zu produzieren oder weit unter 10 Euro. 9,50 Euro kostet hier bei uns im Einstieg, weil das ist einfach auf diesem Hang nicht möglich. Ne? Genau. Die Sabiona-Weine, wo liegen die preislich? Die kosten knapp 30, also 28 Euro. Ja. Dort gibt es 3000 Flaschen pro Sorte, sehr limitiert, genau. Ja, ich kann mich erinnern, als Chateau Poney Cadet zum ersten Mal die 100 Punkte vom Parker bekommen hat, es ist ja, jetzt müsste ich lügen, liebe Hörer, schreibt mir es gerne, wenn ich da Schmarrn erzähle, aber ich glaube, Chateau Poney Cadet ist grundsätzlich ein fünftes Gewächs und hat dann irgendwann mal 100 Parker-Punkte bekommen für den 2010er-Jahrgang, glaube ich, war es. Und die Flasche, die wurde für 220 Euro verkauft, was... Also es wurde dann relativ schnell angezweifelt, ob das wirklich ein 100-Punkte-Wein ist, weil der ja nur 200 Euro kostet, die Flasche. Ja. Und da waren natürlich diejenigen, die bisher 100 Punkte hatten, Chateau Margaux und die Konsorten und Rothschild, wo man halt mal schnell auch in den vierstelligen Bereich rutscht, haben natürlich irgendwo an ihrem Nimbus genagt gefühlt, dass auf einmal ein Wein, der ein Fünftel kostet, auch ein 100-Punkte-Apparat sein kann. Das hat in das Selbstverständnis auch nicht gepasst. Aber ich erzähle es nur deswegen, weil es genau halt die öffentliche Wahrnehmung ist. Wenn jemand ganz, ganz weit vorne ist, kann es einfach nicht sein, dass der in einem gewöhnlichen Preissegment einfach zu Hause ist, sondern da muss einfach auch die Exklusivität auf dem Preisschild erkennbar sein, damit es dann für viele einfach einen Sinn ergibt, was aber bei lichter Betrachtung natürlich ein Quatsch ist. Du hast jetzt gesagt, ab Hof, wie gesagt, ich war bei euch auch schon zweimal in der Verkostung und es bietet sich ja auch immer an, wenn man auf der Brennerautobahn in Urlaub fährt, mal runterzufahren, Pause zu machen, Wein zu verkosten, vielleicht nicht als Fahrer, aber als Beifahrer und geht dann nebenan in ein Restaurant zum Essen,
bietet sich ja vielleicht durchaus an. Das heißt, man kann sie direkt bei euch kaufen. Was sind sonst noch Bezugsquellen? Habt ihr einen bestimmten Importeur für Österreich oder Deutschland? Genau, wir haben also bei uns am Hof sehr, sehr willkommen. Also wie du es richtig angesprochen hast, und ja, nehme ich mir die Minute raus und mache ein bisschen Eigenwerbung. Ja, klar. Wir sind in Klausen wirklich auf 500 Meter von der Autobahn außerhalb entfernt. Also viele Hörer fahren ja diese Route einmal im Jahr vielleicht, weil sie zum Gardasee fahren oder zu Adria. Ich schlage dann immer vor, beim Runterfahren können Sie sehr gerne einkehren und ein Glas Wein trinken, verkosten. Noch besser beim Nachhausefahren, dann legen Sie noch den letzten Stopp ein. Da können Sie auch eine Flasche mitnehmen, wenn Sie wollen. Sie können aber auch alles durchverkosten, dann haben Sie den Wein eventuell, wenn es sollte ja Ihnen schmecken und Sie wirklich auch eine Flasche kaufen, nicht die ganze Zeit im Kopf haben, bei der Hitze liegen. Außer Sie brauchen den Wein natürlich auf dem Camping schon zu trinken. Also, da müssen Sie runter einkehren. Wie gesagt, hier bei uns gerne. Wir haben einen Online-Shop auf unserer Seite, auf unserer Homepage. Dort können Sie auch von Deutschland aus die Weine beziehen. Wir haben einen Importeur ja in Deutschland, aber der richtet sich hauptsächlich an die Gastronomie, also an den Fachhandel, also B2B. Wenn man jetzt wirklich am Endkonsumenten, also jemand, der zu Hause eine Flasche Wein trinkt, der kann sehr gerne auf unsere Homepage. Dort ist unser Shop. Wir liefern natürlich auch nach Deutschland dieselben Preise, wie wir sie hier am Hof haben. Kleine Mindestbestellmenge, damit es versandkostenfrei wird. Ansonsten zahlen Sie halt die 10, 12 Euro Versandkosten, die eben anfallen. Und eben würde uns freuen, wenn der ein oder andere Hörer jetzt neugierig geworden ist und vielleicht sagt er das nächste Mal, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Wein von uns zu verkosten. Ja. Genau, absolut. Also ich kann es nur empfehlen und war beim ersten Mal schon überrascht. Ihr habt auch einen sehr schönen Verkostungsraum, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Sehr schön präsentiert, wie man es in Südtirol gewohnt ist. Also ich finde, da wird schon richtig auf die Kacke gehauen zum Teil, was da an Kellereien und Verkostungsräumen dargeboten wird. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals auch noch als nicht so erfahrener Weinkonsument bin ich da gut beraten worden und sehr freundlich empfangen worden, wie man es einfach auch von Südtirol sich erhofft und auch letzten Endes erkennt. Ich glaube, wir haben schon sehr viel, vielleicht auch schon zu viel. Manche Hörer wird sagen, hoffentlich hören Sie jetzt auf. Ich glaube, wir haben einiges angeschnitten. Ich danke dir, Florian, auch für die Zeit. Und es ist immer toll, wenn wir können ein bisschen unseren Betrieb, unsere Philosophie, unser Gebiet vorstellen. Klar, die Weine muss man dann verkosten, nicht? Mit einem Glas in der Hand. Aber ich bedanke mich bei dir auch für deine Zeit und für die Einladung. Und hoffentlich sehen wir uns bald hier in Südtirol. So, das war's schon wieder in Anführungszeichen. Wir sind ja wieder deutlich über 2,5 Stunden gekommen, aber ich finde, das ist einfach das, was das Podcast-Format auszeichnet, dass man sich so lange Zeit nimmt für ein Thema, wie alle Gesprächspartner Lust darauf haben. Und das ist einfach das Schöne, dass man hier eben dann auch mal bis zum Erdmittelpunkt bei einem Thema bohren kann. Ja, die Weine, wie gesagt, könnt ihr im Online-Shop von der Eisacktaler Genossenschaftskellerei direkt bestellen oder ihr haltet einfach bei eurem nächsten Italienurlaub in Klausen an. Ich habe es auch schon öfters gemacht. Wie gesagt, es ist wirklich sehr gut zu erreichen. Ein Katzensprung von der Autobahnausfahrt Klausen, dann nochmal rechts im Kreisverkehr und dann seid ihr schon in dem schönen Verkostungsraum. Ja, ansonsten, die nächste Episode erscheint am 23.10. Da ist entweder ein Interview angesetzt, das ist noch nicht ganz klar, ob ich das zeitlich hinbekomme, oder wir begeben uns in die Rotweindomäne von Südtirol. Da haben wir ja heute schon etwas dazu gehört, dass das früher viel wichtiger war. Und da gibt es dann die ersten Infos von meiner Wenigkeit mit zwei wichtigen Rebsorten. Wir werden da einen Lagrein verkosten und natürlich auch einen St. Magdalena, höchstwahrscheinlich. Und ja, dann bleibt mir noch zu hoffen und zu wünschen, dass ihr euch wieder zahlreich bei mir meldet mit Hörerfragen, Anregungen, Wünschen. Die Sommerpause, wie gesagt, geht dem Ende entgegen. Das heißt, die Aktivität in der Facebook-Gruppe und auf Instagram wird auch wieder zunehmen. Ich mache wieder mehr Weinproben. Wenn ihr auch Lust drauf habt, meldet euch einfach bei mir.
dann verstricke ich euch eine individuelle persönliche Weinprobe bei euch zu Hause oder online, weinprobe.live, oder schaut euch den Online-Weinkurs nochmal an auf online-weinkurs.de. Und solltet ihr auf einer der Seiten technische Probleme haben oder euren gebuchten Kurs nicht aufrufen können, wie gesagt, ich ziehe gerade die Seiten alle um, meldet euch bei mir schnell und dann versuche ich das schnellstmöglich zu beheben. In diesem Sinne, denkt an die A-Winzer und kauft da euren Rotwein, und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis in 3 Wochen. Genussreiche Grüße aus München. Ciao, servus, euer Florian.